Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 254 ist es schon. Heute mal wieder in einer richtigen Live-Ausgabe. Heute DFB-Pokalspiel, dann haben wir gedacht, weil wir es zeitlich auch sowieso nicht anders dahin kriegen, dann packen wir doch mal alles beisammen, reden gleich live über das Spiel und auch über das Vergangene und über das Kommende. Und weil sich mit sich selbst reden immer so ein bisschen komisch wirkt, sind heute wieder mit dabei der Herr Marvin. Hi. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Basti lässt zumindest ausrichten, dass er sich vielmals bedankt für alle Grüße, die er und Genesungswünsche, die er in der letzten Woche bekommen hat. Der ist noch so ein bisschen angeschlagen, von daher hält er sich erstmal fein zurück. Aber wir wünschen ihm hier an dieser Stelle natürlich auch weiterhin alles Gute und dass er schnell wieder fit wird. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, also knapp 30 Minuten ist die Aufstellung rausgefallen, wie wir heute spielen, und sie ist ja an einigen Stellen ein bisschen überraschend. Vallejo geht raus aus der Innenverteidigung, ist auch gar nicht im Kader, also auch nicht auf der Bank. Gar nicht auf der Bank, ja. Genau, Aussage von Kovac die Woche war ja, wer nicht so ganz fit ist, der kriegt da auch mal ein Päuschen. Von daher, jetzt Hector in der Innenverteidigung, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz überraschend, dass aber Besuschkow im Mittelfeld spielt, das ist dann schon mal so eher eine Überraschung. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Startelf-Debüt, ja, definitiv. Ja, es ist auf jeden Fall was Neues. Ich meine, wir haben ja auf der Offensivposition, gerade wo jetzt Besuschkow spielt, einige, ich will mal sagen, Engpässe, ja, und Fabian fehlt immer noch verletzt. Und das ist natürlich jetzt eine interessante Sache, aber es war eh klar, schon vor ein paar Tagen wurde klargestellt, es wird ein wenig rotiert, jetzt kommt Besuschkow rein, auf den Jungen wird anscheinend sowieso gesetzt. Ich bin gespannt, was er bringt, und man darf auch nicht vergessen, Seferovic auch neu im Team. Ja, auf das jeden Fall, das war wirklich auch eine Überraschung, ja. Hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass Rigota, der ja doch durchaus so spielerisch was drauf hat, aber man scheint jetzt so ein bisschen mit Rebic und Seferovic da eher so auf Marke Kante zu setzen. Also nicht, dass Rebic jetzt nicht irgendwie auch am Ball das eine oder andere kann, aber so vom Spielertyp her ist es halt eher auch schon so ausgelegt auf körperbetontes Spiel, oder? Ja, definitiv. Also es wird hier ein bisschen robuster zur Sache gehen. Du hast mit Rebic und gerade mit Seferovic zwei, die in Sachen Kampfbereitschaft ganz oben stehen. Zweikämpfe sind da an der Tagesordnung, nicht nur an der Tagesordnung, in der Minutenordnung. Mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist gegen einen Zweitligisten, der auch viel kämpfen wird, gar keine verkehrte Ansage. Genau, ansonsten auf der Bank, ich suche es gerade raus, Lindner ist klar, Tabata, Barkok, Blum, Gacinovic, Regota und Taraschai. Das ist eigentlich gar nicht so die schlechteste Bank, muss man wirklich sagen. Also gab es Jahre, da hat man gedacht, okay, von der Bank kannst du gar nichts bringen. Hier sind ja doch die ein oder andere Name, auch ein Blum, der sich ja mittlerweile wieder anbietet, ein Gacinovic, der theoretisch auch, wenn du ihm die Räume gibst, und heute, ich denke, Hannover wird auch versuchen, zumindest nicht ganz so defensiv zu spielen, wie wir das jetzt vom letzten Spiel erlebt haben. Und dementsprechend wäre auch ein Gacinovic für mich eine Option, um einfach ein bisschen mit Tempo über die Außen was zu reißen. Also denke mal, da haben wir noch die ein oder andere Option. Eventuell nutzen wir ja auch die vierte Auswechslungssituation, falls es dazu kommen sollte. Muss man ja mal schauen, was da noch so heute so alles passiert. Und ja, ich bin gespannt. Also wenn du einiges an Potenzial auf der Bank hast, kannst du auch eventuell einiges abrufen. Ist aber auch tendenziell eine sehr offensiv ausgerichtete Geschichte. Also Tabata und Lindner wären für mich so die einzigen, die ich auch defensiv da sehen würde. Alles andere ist ja jetzt eher so auch auf offensiv. Also da wird auch gar nicht irgendwie versucht, irgendwie das Ding zu halten, sondern ich glaube, da ist schon so die Ausrichtung Vollgas nach vorne und möglichst früh da den Deckel drauf machen. Ja, stimmt. Bin gespannt, wie sie das umsetzen. Für mich ist es eine interessante Situation, denn ehrlich gesagt rechne ich mir aus irgendwelchen Gründen im DFB-Pokal nicht ganz so viel aus. Die letzten Spiele waren ja eher schleppend, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und natürlich Elfmeterschießen, ja. Genau, natürlich geht es jetzt gegen einen Gegner, der jetzt zuletzt
auch einen kleinen Dämpfer erlitten, hat 1-4 gegen Fürth verlieren, ist jetzt auch nicht ganz so angenehm für einen Aufstiegsaspiranten, ja, aber stimmt. Die spielen zu Hause, wir haben auch genug Stress mit uns, also ich weiß nicht genau, ich bin sehr gespannt, wie diese Partie verläuft, ich würde jetzt noch gar keine Prognose abgeben wollen. Ja, vielleicht so eine kleine Prognose, also ich sag, wir nehmen da schon ein ziemlich deutliches 3-0 für uns in Anspruch. Okay, alles ja, klar, gut. Bin gut. Ich voll auf deiner Seite, ja, gefällt mir und da schreibe ich. Ja, dann sage ich wieder, oh, diesmal eine Niederlage nach 120 Minuten und Elfmeterschießen. Jetzt haben wir doch das Elfmeterschießen gar nicht geübt, haben wir ja jetzt heute erfahren. Ja. Also, ich bin heute mal der Pessimist hier. Ja, naja, aber sagen wir so, wenn wir über die Verlängerung und Elfmeterschießen gehen und dann verlieren, dann halten wir immerhin länger durch als der FC gestern gegen den HSV. Das ist richtig, ja. Oh, jetzt wird schon wieder scharf geschossen hier, ja. Da biegen wir da rum. Er ist einmal ein bisschen über Wasser hier, die Eintracht, ja, und dann wird gleich erstmal wieder gegen andere Leute ausgeteilt. Ja, aber von mir aus. Also wir werden mal sehen, wie das hier ausläuft, würde ich schon sagen, wie das hier läuft. Ich meine, nach dem Wochenende, da sind wir ja sowieso alle relativ gut gelaunt, haben uns da eine ordentliche 3 Punkte ergaunert, ist auch nicht so verkehrt, ne? Also ich glaube, ergaunert ist ja so das richtige Wort, also so richtig, also sagen wir mal so, vom Ergebnis her bin ich absolut zufrieden. Ich finde aber, dass ein 2-0 ganz deutlich über die tatsächlichen Spielgeschehnisse drüber hinwegtäuscht, weil so deutlich, wie das sich auf dem Ergebnisblatt liest, war es meiner Meinung nach nicht. Das Schalke dahin, Schalke sage ich schon. Schalke, das werde ich Schalke gerne hören, jetzt mit Darmstadt verglichen zu werden. Ja, Schalke, es geht euch nicht gut momentan. Haut mich der Richard gleich wieder im Slack-Chat. Dass Darmstadt da defensiv spielt und irgendwie mit 2 Viererketten da irgendwie vorm eigenen 16er steht, ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass da nicht auch was drin gewesen wäre, wenn wir ein bisschen kreativ gewesen wären. Ich fand uns wahnsinnig langweilig an dem Tag. Stimmt, ja, das stimmt. Ich fand auch die Aussage, Marvin, du erst? Nee, Ladies first. Das ist sehr gut, danke sehr. Ich fand die Aussage von Hübner so schön, der gesagt hatte, also Konsequenz muss man den Darmstädtern lassen, selbst nach dem 1-0 stehen sie noch hinten drin und verteidigen wie sonst was. Ändert nichts an ihrer Struktur. Ja, das zeigt aber natürlich dann auch wiederum, bin auch voll auf deiner Seite, René, es war einfach... du musst auch gegen so Mannschaften einfach besser agieren und da haben wir definitiv noch Nachholpotenzial gegen Spiele oder gegen Mannschaften, die mitspielen, sehen wir meistens besser aus und es fällt uns auch mehr ein als gegen solche Bollwerke, muss man wirklich sagen. Ja, Marvin, aber das Problem war halt auch einfach, dass dir die kreativen Leute einfach mittlerweile abhanden kommen. Ja, also mit Fabian ist jetzt halt jemand immer noch verletzt. Und wer wird wahrscheinlich auch nicht übermorgen wieder zurückkommen. Das fehlt uns einfach. Und wir sind halt nicht so aufgestockt im zentralen oder offensiven Mittelfeld, dass wir das ohne weiteres einfach wettmachen können. Kacinovic hat momentan eine kreative Pause. Der ist kämpferisch ganz gut dabei. Kreativ läuft es nicht so bei ihm. Und dann fehlt da jemand mit Huschti, der natürlich auch verletzt war und der jetzt weiter transferiert wurde. Ja, das sind so zwei Leute, auf die du momentan überhaupt nicht zurückgreifen kannst. Und dann sieht es da immer in der Offensivbewegung gegen so ein engmaschiges Team auch schlecht aus, aber das war natürlich auch genau diese Situation, die Darmstadt ja haben wollte. Die haben offensiv nichts gemacht, in der ersten Halbzeit noch ein bisschen was, wurde ein bisschen was angeboten, da gab es die eine oder andere auch gefährliche Situation, was man auch nicht verschweigen darf. Ich glaube, Niemeyer, der ganz wenig noch die Latte touchiert, das hätte da logischerweise nicht drin sein können. Ich mag selbst nicht, wenn Leute sagen, ja, er hat die Latte getroffen, hätte er drin sein können. Ja, aber nee, wenn er die Latte getroffen hat, hat er die Latte getroffen, nicht das Tor. Aber es war halt eine knappe Situation. Über die Elfmetersituation wurde ja heißblütig diskutiert und Frings hat sich da 10 Tage lang drüber aufgeregt. Jetzt mach mal halblang, ja, ihr habt das Spiel zuvor 1-6 verloren. Jetzt von mangelndem Glück ist jetzt auch nicht mehr die Rede, ja. Also da waren aber einige knappe Kisten dabei. Und in der zweiten Halbzeit hat sich dann die Qualität natürlich in einer gewissen Art und Weise einfach durchgesetzt. Aber auch da hatten wir Glück, den Elfmeter, den bekommst du, das ist vollkommen zurecht. Aber aus dem Spiel heraus ging da einfach nichts und wir hätten den Elfmeter nicht bekommen.
Das sage ich heute und da habe ich schon Schelle für bekommen, aber hätten wir den Elfmeter nicht bekommen, hätten wir das Ding nicht da reingeschossen, nee, wäre es ein 0-0-Spiel gewesen. Ja, oder halt im schlimmsten Fall irgendwie ein 0-1, weil da am Ende wieder so ein ganz ekliges Ding dann doch irgendwie da reingeht. Also Darmstadt hat aus dem gesamten Spiel irgendwie 4 Schüsse gehabt aufs Tor, wovon einmal dieser Lattentreffer drin war, 2 irgendwie Kopfbälle von Ecken, und also das zeigt halt auch, wie ungefährlich die halt auch an dem Tag gewesen sind. Das war fürchterlich. Also mal bei allem Respekt, das ist keine Bundesliga-Mannschaft, das ist keine Bundesliga-Leistung gewesen. Ja. Die haben überhaupt nichts offensiv angeboten. Das war teilweise sogar eine Frechheit. Ich hätte mich als Darmstadt-Fan hier teilweise auch wirklich geschämt. Denn du kannst natürlich defensiv in der ersten Halbzeit durchaus agieren, aber in der zweiten Halbzeit keinerlei Offensivaktion zu setzen, noch nicht mal den Ansatz einer Offensivbemühung zu zeigen, noch nicht mal einen gescheiten Pass zu spielen. Die Freistöße, die man hat, kläglich davonschießen, da waren wir ja schon schlecht mit Eckbällen und Freistößen, die nicht so konsequent genutzt wurden. Aber was Darmstadt da gemacht hat, meine Güte, also man kann hier auch nicht sagen, man hat hier nur kein Glück gehabt. Ja, also ja. Die Leistung der zweiten Hälfte hat auch nicht zu einem Punkt gelangt. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Da hast du völlig recht. Auch wenn du dir die Passquoten anguckst, normalerweise klar, Statistiken ist immer schwierig zu sehen, aber bei 60% Passquote auch bei Darmstadt, das ist schon erheblich. Also da habe jetzt nicht nur dran, dass ein geordneter Aufbau fehlt ja da völlig. Also es ging sehr viel darum, das Spiel kaputt zu machen. Also es ist ihnen auch über lange Zeit gelungen, uns auch nicht wirklich so einen Weg anzubieten, wo man sagt, so funktioniert es und so ist ein Selbstläufer. Du hast den Elfmeter schon angesprochen. Ja, denke ich auch. Das war definitiv das in gewisser Hinsicht natürlich auch Glück für uns, damit es einfach passiert. Ob wir dann noch gewonnen hätten, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Denke auch, es wäre eher ein 0-0 gewesen. Also ich glaube, ohne den Elfmeter wäre das da irgendwie dahin geplätschert. Und ja, du hast, was Marvin vorhin angesprochen hat, uns fehlt mit Fabian da einer, der so ein bisschen da offensiv, kreativ da vielleicht unterwegs ist. Aber ja, also das ist ja, es sind ja jetzt halt keine Leute auf dem Platz gewesen, die jetzt nicht irgendwie Fußball spielen können. Ist klar, aber du musst halt in solchen Situationen jetzt auch dir einfach bewusst sein, dass du Freistöße und Eckbälle auch mal konsequenter nutzt. Denn ganz ehrlich, wir hatten einige Situationen, auch gute Freistoßszenen, die nicht dementsprechend wahlen, wie ich mir das einfach wünsche, und von den Eckbällen ganz zu schweigen. Das muss einfach wieder, ja, ich weiß, das sind so typische Tugenden, aber das muss auch wieder besser werden, denn sonst endet mal so ein Ding plötzlich 0-0 und dann hast du 2 Punkte echt verschenkt, die du auch hättest holen müssen normalerweise. An dem Spieltag ja, aber halt auch extrem wichtig waren, um da halt einfach auch den doch mittlerweile liebgewonnenen Platz 3 da zu halten. Genau, aber man muss ja sagen, die Eintracht hat sich das ja auch durchaus dann noch verdient mit dem 2-0 durch Rebic. Das war ja sehr gut herausgearbeitet von Meier, der da die Ruhe bewahrt hat, wo ich mich schon wieder fast aufgeregt habe. Ich habe mir schon gedacht, meine Güte, was machst du denn? Sei doch mal schneller. Da habe ich schon gedacht, jetzt hat er wieder einen Ball vertändelt. Aber dann zielt er, passt den Ball genau zu Rebic, also ein bisschen durch und dann zu Rebic, und der macht dann sein Tor, was er sich auch an dem Abend wirklich verdient hat, denn mit einer ordentlichen Leistung hier vom Platz gegangen. Also da habe ich mich durchaus gefreut, und dann war das Spiel auch gegessen und die Eintracht hat sich danach durch das 2-0 das Spiel und diesen Sieg wirklich verdient. Ja, da lag für mich aber auch ganz klar die Schuld auch an dem zu 100% an dem Darmstädter Torwart. Also so wie Meier das Ding da wirklich eigentlich so einen halben Meter vorm Tor da reinflankt, was für einer schönen Kurve der da reinfliegt. Also jeder andere Torwart hätte den Schritt rausgemacht und hätte das Ding gehabt. Also wenn er da halt nicht pennt, halt auch selbst schuld. So, DFB-Pokalspiel mittlerweile angepfiffen, wir in Gelb, Hannover genau, in Schwarz-Rot. Auf welcher Sekunde seid ihr gerade? 20. Oh. Oh Mann, und ich hab jetzt die 15. Haben wir alle was Unterschiedliches? Ja, ja, also ich bin, exakt jetzt bei 20. Okay, dann gehe ich nochmal, soll ich anhalten? Ja, dann halte ich nämlich auch nochmal an. Dann sag mir, wenn du bei der 35 bist, dann lasse ich wieder laufen. Okay, sage ich gleich Bescheid. So, 3, 2, 1, 35, jawohl. Gut. Na, bis vor einer Minute hatte ich auf dem Einzelspiel, was ich ausgewählt hatte, wo ganz klar Frankfurt-Hannover stand, noch die Begegnung von Dortmund gegen Hertha. Also da hat Sky nicht mal irgendwie geschafft, seine Streams da in den Griff zu kriegen. Die können halt auch irgendwie gar nichts. So, jetzt muss ich mich noch umstellen, denn ich bin jetzt bei genau einer Minute und da seid ihr ja noch nicht, ne? Okay, wir sind jetzt bei einer Minute. Eine Minute, genau. Eine 5,
Sehr gut, alles klar, dann haben wir es jetzt. Perfekt, ein Traum. Okay. Der Wuppi beschwert sich im Chat, dass wir den Schuss von Meier als Flanke deklarieren. Er sagt, das ist, der hat den einfach nur wild da reingetroschen. Okay, na gut. Also mal ganz ehrlich, eigentlich ist jeder Schuss von Meier per Definition immer ein Torschuss. Egal von wo, egal in welche Richtung, es ist immer ein Torschuss. Ja, aber gut. Also für mich war es trotzdem noch. Ui, das war aber hier auch eben heiße Situation schon. Hannover macht schon ein, zwei gute Situationen jetzt gehabt. Ja, die machen halt auch Druck. Also für die geht es da ja vielleicht auch noch ein bisschen um was. Die wollen ja nicht nur den Aufstieg, sondern die wollen ja vielleicht auch die Kohle. Ja gut, also um die Kohle sollte es generell ja natürlich auch gehen, auch wenn das natürlich wieder ein sehr kapitalistisches Argument ist. Aber natürlich geht es ja auch um Geld, gerade für Hannover, die in der letzten Saison abgestiegen sind und hier natürlich auch Finanzeinbußen ja zu verbuchen hatten. Der DFB-Pokal ist da vielleicht eine Option, ein bisschen was wieder reinzuspielen. Ja, die Eintracht spielt heute in schrecklichem Gelb, wenn ich ehrlich bin. Ja, also das ist ein Trikot, was mir nicht so wirklich gut gefällt. Nee. Aber manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Dafür spielt Hannover, warum auch immer, einem rot-schwarzen Trikot. Leute, habt ihr immer auf die Vereinsfarben geguckt, die sehen ein bisschen anders aus. Aber Farbenblindheit ist in der Bundesliga mittlerweile eine Tradition. Deswegen spielen wir auch in einem komischen Gelb. Aber gut, momentan haben wir ja den Ball. Ich habe irgendwie heute das Gefühl, ja, nicht nur, dass wir nicht gewinnen, sondern dass es wieder lang dauert. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal was zu trinken und mein Moderationsteam übernimmt. Aha, hervorragend. Gut, Marvin. Hervorragend. Ich habe mir hier vorher schon einen Tee hingestellt. Ja, an alle, die es live hören. Ihr habt ja gerade eben, wir haben den Chat ja schon angesprochen, also hier in unserem Slack-Live-Kanal tobt schon der Bär. Die Jungs und Mädels haben vorhin schon das Spiel Schalke gegen Sandhausen hier live besprochen und sind jetzt hier auch schon freudig mit dabei. Also von daher, wer live zuhört, da gerne mit reinkommen. Und ich verweise an dieser Stelle auch nochmal auf unser Trinkspiel. Oh, stimmt. Ja, ich mache da heute nicht mit, erkältungsbedingt habe ich hier einen Tee vor mir stehen. Ja, aber für den einen oder anderen, es ist ja Mittwoch, da kann man auch mal zu einer Gerstenkaltschorle oder sowas greifen. Woche ist fast rum. Genau, ist quasi Wochenende. Ne? zum Anfang der Woche muss man aus Frust trinken und jetzt ab Mittwoch kann man vor Freude trinken, weil das Wochenende schon wieder nah rankommt. So ist es, genau. So ist es. Ja, geht so ein die bisschen. Die Eintracht spielt momentan. Her. Genau, ja, noch nicht wirklich so souverän, aber gut, müssen sich auch erstmal an die neuen Spieler gewöhnen. Die Spieler müssen sich erstmal hier an die Situation gewöhnen. Ich bin mal gespannt, wirklich heute. Seferovic ist für mich absolute Dunkelziffer davon drin. Auch mit Hector hat mich wirklich gewundert, dass Vallejo gar nicht auf der Bank ist. Klar, die Argumentation ist ja gewesen, wer nicht fit ist, fährt nicht mit. Ja, aber du bist halt schon eigentlich nicht, also du hast gar kein defensives Backup. Ja? Also jetzt Hector krass, ja. Ist ja schon, also ich sag mal, wenn der die gelbe Karte erst in der 70. Minute bekommt, dann hat er sich zurückgehalten. Ja, also der wird ja auf jeden Fall eine kassieren. Und von daher halte ich das halt schon so ein bisschen für gewagt. Also Tabata ist jetzt für mich auch nicht so der klassische Innenverteidiger. Ja, es ist auf jeden Fall eine heiße Nummer. Hoffen wir mal, dass es nicht sich rächt am Ende. Aber gut, wenn schon Kovac wird noch schon noch einen Ersatzplan, Plan B im Kopf haben, falls es tatsächlich irgendwie hinten zu einem Engpass, Verletzungs- oder kartenbedingt kommen sollte. Ja, oder halt auch die Frage von der Dauer her, ja, also wenn du jetzt in die Verlängerung gehst, ich sag mal, ein Tor irgendwie in den 90 Minuten kassieren, wo du noch irgendwie was machen kannst, ist schon nicht so das Optimale, aber geht vielleicht noch irgendwie. Aber jetzt in der 105. Minute dann nachher irgendwie das 1-0 kassieren, ja, ist halt dann auch so ein bisschen doof. Bin ich voll auf deiner Seite, ja, wäre wirklich etwas dumm, aber gut. Wird schon seine Gründe haben. Also ich denke auch, ein Vallejo braucht für die Bundesliga ein bisschen Ruhe. Und ja, jetzt hat er ja wirklich überragende Spiele, die letzten Spiele gezeigt. Oh, jetzt mal hier über die Außenbahn. Ja. Chandler wird geschickt. Geht halt keiner so richtig mit. Oh. Das war ein heißes Ding. Also da hätte ich nicht erwartet, dass der da hinten noch drankommt. Wer war so, ihr Frühstücksdirektor, ich bin wieder da. So. Marvin, hier, schöne Chance jetzt. Wenn du es gerade noch gesehen hattest, dürfte auch gleich nochmal in der Wiederholung kommen.
über außen. Genau, sie haben Chandler geschickt, der flankt das Ding ein bisschen hoch rein und ich konnte nicht sehen, wer es da auf außen noch kriegt. Das sah für mich so ein bisschen aus wie Rebic, der dann doch noch rankommt und das Ding gegen die Latte haut. Ja, siehst du mal, ne? Meier stand in der Mitte drin, genau. Rebic hätte es sein müssen. Chandler, okay, und beschwert sich im Chat, dass wir irgendwie weit zurück sind. Ja. Da müsst ihr jetzt mit leben. Ja, also ihr könnt nicht alles haben. Ihr hört unsere wunderbaren Stimmen, dann müsst ihr jetzt einfach mit der Zeitverzögerung rechnen. Genau, und der Richard schreibt, da ist auch noch die Verzögerung im Stream mit drin. Also ja gut, aber wenn, ja, da müsst ihr natürlich auch ein bisschen was dafür tun, ja. Wenn ihr nämlich dann mitbekommt, okay, jetzt bei der in der Minute, ihr könnt ja auch stoppen, ja. Genau. Und euch entscheiden. Richtig, richtig, genau. Genau, da ist hier noch so ein bisschen Jan Delay im Dings. Außennetz. Ah, Chipka. Gut, gut, gut. Genau, also wenn ihr den euer Sky nicht anhalten wollt, weil ihr Angst habt, dass es dann gar nicht mehr geht, da kommt nochmal die Wiederholung von der Chance. Ja. Eine zweite Chance. Das war doch Rebic. Naja, der Gin Tonic ist ein bisschen schärfer als gedacht, aber gut. Genau, also wenn ihr euer Sky nicht anhalten wollt, weil ihr Angst habt, dass dann gar nichts mehr geht, dann macht es einfach so wie der Marvin. Ja, denkt an unser Trinkspiel, holt euch was zum Trinken, dann seid ihr auch gleich ein paar Minuten zurück. Gut, ist halt aber auch heute ehrlich gesagt ein langer Tag. Ja, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich wieder klarkomme. Ja. Bisschen runterfahren. Ja, ein bisschen runterfahren. Hier, jetzt mache ich mir meine Sojahäppchen auf. Ja, Häppchen. Ja, ich habe mir gedacht, okay, man gönnt sich ja sonst nichts. Und da habe ich mir Vegetarian Meat, hier Soja gekauft. Soja-Häppchen. Ja, also Tofu-Häppchen im Endeffekt. Ist aber wisst ihr, ist das die neue Fassung von den Terror-Clowns? Ist heute unser Thema Soja-Häppchen? Weiß ich nicht, das habe ich mir jetzt einfach nur geholt, ja, weil ich gehe ja ganz gern zum Asiaten und da gab es das jetzt mal. Das sieht so ein bisschen aus wie Pulled Pork, aber ist halt leider nur Soja, aber warte mal, ich teste mal. Soja, Pulled Pork. Okay, schmeckt gut. Es riecht aber ein bisschen wie Hundefutter. Aber geschmacklich ist es in Ordnung. Na gut. Alter. Naja, sag mal, gefährlich wird es, wenn der Hund es nicht essen will. Ja, der Hund ist gerade weg. Der Hund ist gerade weg, der kann gar nicht testen, aber ich bin wohl ganz froh. Okay. Nachdem ich letztens... Ja, oh, Alter! Ui, ja, abseits. Jetzt hatten wir aber noch ein paar Chancen gehabt jetzt schon, ja. Mhm. Da muss ich aber sagen, die Aktion ging mir gerade in der Entstehung zu langsam, weil Meier hat eigentlich angedeutet, hey, ich laufe in den freien Raum und Rebic hat den Pass verzögert. Wenn er den direkt spielt, hat Meier locker 3 Meter Vorsprung, dann ist das halt auch nochmal so eine ganz andere Nummer. Das trotzdem wissen wir aber auch, die Braucher mindestens. Ja, aber trotzdem bin ich relativ zufrieden, dass die Offensive jetzt schon gesucht wird. Also das ist ja schon mal ein Statement, ja. Ich meine, also in der Nummer jetzt hier irgendwie zurückhaltend zu spielen, das bringt halt nichts. Ich meine, Hannover bietet uns die Räume an. Die gehen auch nach vorne. Wir können über Konter gehen. Die haben relativ große Lücken in ihrer Abwehr. Also wenn er das nicht ausnutzt, bist du halt auch selbst dran schuld. Ja. Nee, sehr gut. Müssen ja nicht alle machen wie der FC gestern. Ja, ich sag mal, solange wir unsere Chancen hier rausspielen, das wird schon irgendwann auch klappen. Auch ein Seferovic wird eventuell heute mal wieder zu alter Form auftrumpfen. Das wird mir sehr gut gefallen. Und was denkst du nachts? Das gehört hier nicht hin. Es ist noch vor 22 Uhr, da kommen hier solche Geschichten nicht in den Stream. Das Schlimme ist, ich weiß genau, an was er nachts denkt, aber das kann ich hier noch nicht erzählen. Egal. So, und jetzt Marvin. Genau. Ja, so ist das. Über diese fürchterlichen Insider. So, aber konzentrieren wir uns hier lieber aufs Spiel, denn die Eintracht hat immer noch den Ball. Wahrscheinlich nicht, wenn ihr das Bild seht, aber wenn wir das Bild sehen. Nein. Nein. Jetzt hatten wir mal kurz wieder, aber dann war er auch schon wieder fast weg. Naja, es ist halt kurz das. So, jetzt werde ich aufgefordert, hier im Chat ein Foto zu machen. Das mache ich doch mal gerade. So, ja, aber ja, doch. Auf jeden Fall ein aktives Spiel. Es ist definitiv kein Abwarten von beiden Seiten, sondern gute Leistung, Druck. Na, ist okay. Hannover geht in jeden Zweikampf auch mit 2 Mann. Also die versuchen wirklich konsequent, sich den Ball sehr früh wiederzuholen. Ja, also das dürfte ein spannenderes Spiel werden auf jeden Fall. Gut, Hannover hat in dieser Saison halt auch richtig was vor. Ne? Die wollen den direkten Wiederaufstieg und das war ja sowieso keine ganz schöne Situation. Aber mit Daniel Stendl haben sie einen Trainer,
der ihn zumindest zeitweise ein bisschen Vertrauen zurückgebracht hat, aber man hört drei gegen zwei, aber wäre fast ein guter Konter gut gewesen. Abgelaufen. Ja, das hat er ordentlich gemacht. Der mit seiner Brechtkrise heute wieder. Ja, nee, das war schon ganz gut. Aber Hannover 96, trotzdem insgesamt in den letzten Spielen ein wenig konzeptlos. Also da setzt sich zwar trotzdem die Qualität durch, die diese Mannschaft ohne weiteres einfach hat. Also auch für, das ist ja keine typische Zweitligamannschaft, das darf man auch mal gar nicht vergessen. Aber im Spielerischen läuft es auch da nicht immer super in der zweiten Liga. Momentan trotzdem auf Platz 2. Ich gehe auch davon aus, dass sie am Ende der Saison wieder in die Bundesliga aufsteigen werden. Aber natürlich wäre es für die auch ganz gut, jetzt hier so ein bisschen Zubrot in dem DFB-Pokal zu verdienen. Aber ich will Leute. 1,2 Millionen sind das, glaube ich, für die nächste Runde. Also schon ordentlich. Ist es denn, aber jetzt will ich euch mal eine ideelle Frage stellen. Wir gucken uns jetzt den DFB-Pokal an. Natürlich, 1,2 Millionen ist natürlich. Güte. Der ist aber flott. Meine Güte, ist gut der schnell worden. Und sehr gut. Hat die super gemacht, ja. Abraham. Also sehr, sehr gefährliche Situation. Der Nachschuss, dann wurde nichts draus. Also hier muss Hannover 96 das Ding vielleicht sogar noch besser ausspielen. Glück für die Frankfurter Eintracht. Da guckt auch Daniel Stendl. Ist ein bisschen sauer, aber. Abraham war so langsam, Situation. Oder? Ja, na gut, ja. Abraham war ein bisschen langsam. Ja, ich glaube, er hat das gutes Stellungsspiel gemacht und das Situation nochmal gerettet, aber prinzipiell, das war ja schon ein gewisses Defizit im Tempo. So, links raus, ja. Da ist Platz, jawohl. Aber nee, Marvin, du wolltest noch was fragen? Ja, das mache ich jetzt gleich, aber es ist natürlich in der zweiten Liga immer ganz gut. Jetzt wir im Gegenzug meine Güte, sehr gute Chance, wunderbar gemacht. Leider Otschipka, der ja sowieso nicht unbedingt der Topscorer in unserer Mannschaft ist, verzieht leicht, trotzdem sehr schöne Vorbereitung von Rebic. Knappe also so Kiste kann das weitergehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr offenes Spiel nach für uns 13 Minuten. Ihr habt wahrscheinlich schon in der 15. Minute, sagt uns, wenn schon abgefilmt ist oder wir schon die rote Karte kollektiv gesehen genau. haben. Genau. Also ich bin aktuell bei 13 und 10 Sekunden. Bin ich jetzt auch. Ja. Sehr gut. Auch für alle anderen zum Datenabgleich, Uhrenabgleich sozusagen. Mhm. Was sagt ihr beiden Pappnasen denn zu der Huschti-Geschichte? Ja. Also ich finde, das Problem ist einfach ein grundsätzliches Problem. Denn Huschti ist natürlich ein Spieler, den du erstens nicht so leicht ersetzen kannst. Zweitens hast du auch gar nicht die Möglichkeit gehabt. Denn die ganze Situation ist viel zu spät passiert. Die ist ja kurz vor Transferfenster. Das ist überhaupt erst Schluss des Transferfensters ist überhaupt erst heiß geworden. Das Problem ist aber, was willst du tun? Du bist ja im Endeffekt gezwungen, ihn eigentlich gehen zu lassen. Auch ich weiß, jetzt kommen jetzt wieder andere gegenteilige Meinungen, die sagen, nein, das ist er nicht. Aber hier geht es darum, die Eintracht hätte natürlich sagen können, okay, du bleibst und wir verpflichten dich weiter, weil dann hätte es ja am Ende jetzt ja die Saison die Option gegeben für eine weitere Saison. Dann frage ich euch, wollt ihr mit einem 34-jährigen Verletzungsanfälligen in die neue Saison gehen? Der keinen Bock hat, wohlgemerkt. Also genau. Und das ist genau der nächste Punkt, denn er hätte ja dann auch nicht die Motivation gehabt. Die Sache ist ja die, der verdient ja jetzt in China wesentlich mehr Geld als bei der Eintracht. Ja. Und deswegen war es eine menschlich absolut korrekte Entscheidung, auch mit Blick auf den eigenen Geldbeutel zu sagen, okay, wir beißen jetzt irgendwo ins Saure und lassen dich gehen, aber für die Mannschaft ist es halt nicht optimal, denn dir fehlt halt jemand und du kannst diese Position halt nicht so einfach ersetzen. Es ist ein Verlust. Ich hoffe, dass sich das über die Saison nicht zu deutlich zeigt. Ja, wobei man halt schade, dass man verpasst hat, aber zumindest nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden vorher, das muss man sagen, da ist sportlich ja dann doch ein bisschen auch was von der Planung her schiefgelaufen, war anscheinend sehr spät diese Anfrage wieder, aber ein Huschti wusste das doch auch vorher, dass er da Interesse hat wieder auch, ich denke, gerade die Berater und so weiter, wenn schon lange vorher wieder ihre Fühler ausgestreckt haben. Finde ich ein bisschen schade, dass das dann so gelaufen ist. Auch die Transfersumme, ich glaube, es waren ja jetzt 300.000 Euro oder was, finde ich jetzt auch nicht unbedingt happig. Auch klar, im Winter sind insbesondere so vakante Positionen sehr teuer. Wahrscheinlich hättest du keinen bekommen, hättest einen Perspektivspieler holen müssen oder halt nochmal jemanden leihen. Wo wir ja jetzt doch das ein oder andere Mal auch geschickt geliehen haben. Mhm. Aber ich finde es schade, dass wir da jetzt wirklich keinen Ersatz geholt haben. Und wir sehen es ja auch heute wieder, wenn du dir die Aufstellung anguckst und auch was auf der Bank noch verfügbar ist. Ja, gerade wenn ein paar Spieler ausfallen, wird schwierig nach hinten. Genau, also defensives Mittelfeld, schwierig.
wirklich schwierig. Ja. Und dann ist schade, dass du einen Hushti natürlich dann auch noch verlierst. Marvin, ich bin voll auf deiner Seite, aber es ist natürlich so, dass du im nächsten Jahr, wer weiß, wie viele Spiele er machen kann, wie fit er auch noch ist, wie er wieder zurückkommt, wäre definitiv auch ihm gegenüber unfair gewesen, weil wer weiß, wie lange er noch spielen kann generell, konnte nochmal gutes Geld verdienen. Aber sportlich für die Eintracht schon ein herber Rückschlag, gerade auch, weil du ja mittlerweile... Ja, das ist ja, du bist ja in einem guten Flow. Das bedeutet, du hättest auch einen Spieler nehmen können, der vielleicht in seinem Verein aktuell nicht so ganz drin ist, auf der 6 dann einfach in einem guten Umfeld aber wieder auftrumpfen kann. Denke ich, hättest du wahrscheinlich doch einen oder anderen Coup noch landen können. Ein bisschen schade, aber wird hoffentlich nur dran liegen, dass einfach sehr, sehr spät vom Spieler und den Beratern dann verkündet wurde, dass er wechseln will. Ansonsten wäre es wieder ein Problem, wo ich sage, warum haben da die Verantwortlichen nicht doch nochmal gehandelt? Aber was, nee, genau haben wir jetzt, was genau haben wir für Hushti denn da jetzt noch bekommen? Ja, 300.000. Ich glaube 300.000, ja. Ja, also das ist so die Summe, die jetzt im Endeffekt gerüchtet wurde, und davon gehe ich auch aus. Das ist natürlich, wir stehen natürlich schon wieder wie die Deppen da. Ne? Weil im Chat wird gerade was von einer Million geschrieben. Ich hatte keine verlässliche Aussage gefunden dazu bis jetzt. Die Summe ist halt nicht confirmed. Also ich gehe, und 300.000 war das, was ich in den seriösen Medien gelesen habe. Deswegen würde ich davon jetzt einfach mal ausgehen. Wenn sich das also noch maximal eine Million. Wenn, also dann ist das aber wirklich oberste Grenze. Ich habe auch wie Marvin die 300.000 irgendwo gelesen gehabt. Ja. Ja. Und naja, also das wäre halt, wie gesagt, also wenn es jetzt bei den 300.000 bleibt, dann sind wir schon ein bisschen, naja, gut, okay, der ist halt auch 33 Jahre alt, okay, aber da wären wir fast der einzige Verein gewesen, der nicht irgendwie in einem chinesischen Fußball Größenwahnsinnigen irgendwie eine Million Ablöse abgeluchst hat. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, was willst du machen? Aber auf Transfermarkt steht auch die 1 Million, ich kann es nicht genau sagen. Die Eintracht hat ja schon gesagt, dass es nicht bekannt gibt, insofern können wir nur rätseln. Wenn wir in 2 Jahren über den Transfer sprechen, dann erinnert sich keiner mehr an die 300.000, aber jetzt die Eintracht mit einer guten Chance. Oh, meine Güte, ja, jetzt habe ich wieder viel zu lange gewartet. Seferovic. Ja. Aber Seferovic nach Zuspiel auf Rebic wieder sehr, sehr schick gemacht. Der Rebic ist auch heute wieder an Aktivposten, konnte den Ball abloxen, spielt in die Mitte. Seferovic, gut, da konnte kommt Seferovic leider nicht dran. Machen, ja. Nee, ja, gut, kommt leider die, nicht also dran. Die Art und Weise, Rebic jetzt auch schon in den letzten Spielen, der zeigt es halt wirklich richtig. Also der will da ran, der agiert mit dem Ball gut. Jetzt gucken wir mal, ob aus der Ecke was rauskommt. Nachschuss, dritter Stock. Also Rebic ist halt wirklich aktiv, geht in die Zweikämpfe, ist mit dem Ball da gut unterwegs, will halt auch das Tor machen, guckt aber auch nach seinen Mitspielern. Also finde ich ja, schon, eine gute Dynamik, schon anständig. Ja. Also in Sachen Einstellung kann man ihm nichts vorwerfen, das muss man schon mal sagen. Nee. Hm? Also finde ich wirklich schade, wenn der nicht noch ein bisschen mehr Spielzeit bei uns bekommt. Ja, sind halt 3 bis 4 Millionen, habe ich jetzt gerade die Woche wieder gelesen. Das ist halt schon. Also ich glaube, 3 ist so das Minimum, was du dann da irgendwie reinwerfen musst. Definitiv so, ja. Also da muss man sich das schon genau überlegen. Aber das ist halt genau der Punkt. Das ist auch der Grund, warum wir wahrscheinlich keinen verpflichtet haben, der im Winter die 6 verstärken könnte. Denn ich glaube, die Ablösesummen waren einfach viel zu brutal. Und da ist halt die Eintracht auch irgendwo nicht in der Lage, das zu tun. Aber meinst du nicht, eine Laie hätte vielleicht dort wirklich helfen können, gerade beim Spieler, der gerade in vielleicht einem schwierigen Umfeld sehr, sehr schlechte Leistung bringt? Und bei uns läuft es ja wirklich momentan. Du siehst das ja, gerade auch wenn so junge Spieler, gut, der spielt jetzt heute nicht, Barkok, der im Endeffekt auch, wenn du den in ein schwieriges Umfeld wirst, dann verbrennst du den. Da haben wir ja einige Jahre jetzt auch schon junge Talente gehabt, wo du gesagt hast, okay, die Spieler wurden gebracht in Situationen, wo du sagst, oh, warum? Und dann sind die Spieler wirklich gezeichnet und kommen da meistens auch aus so einer Situation nicht mehr raus. Bei einem Barkok fand ich es ganz anders. Er kam jetzt in einer hervorragenden Situation. Oh, jetzt gut, er konnte über Meier. Sehr gut, sehr gut. Meier läuft, aber kriegt den Ball. Oh, ja, das war mehr Rückpass. Ja, also ein bisschen abenteuerliche Situation hier vom Torhüter. Das hat aber dann doch noch ganz gut gemacht. Aber trotzdem, die Eintracht spielt relativ schnell den Ball nach vorne. Aber in der Mitte ist es noch ganz schön fahrig. Jetzt wieder Hannover 96 am Ball. Jetzt versucht den nächsten Konter. Aber das dauert ein wenig lang. Edgar Pripp, wollten wir auch mal bei der Eintracht sehen. Mit der Flanke, aber ins Nichts. Naja. Edgar, ich hab dich im Auge, mein Lieber. Ja. Ja, da sehen wir nochmal die Slow-Mo. Ah, ist halt okay. Ist halt nicht Speedy Gonzales.
Nee, aber dann, interessant ist der Torhüter, das hat er ganz gut gemacht, ist ja dann wenigstens noch mit dem Fuß hingegangen und nicht, hat es nicht in die Hand genommen, wollte da keinen Freistoß riskieren. Genau. Ja, gar nicht so schlecht. Naja, gut. Ja, wo waren wir eben stehen geblieben? Wir waren eben bei Barkok, ganz kurz noch, genau, mit der Situation mit einem jungen Spieler oder auch einem Spieler von in einem Verein, der einfach im Moment im schwierigen Umfeld ist, hätten wir den geliehen für, ja, ich sag mal, günstig Geld, wenn das möglich ist im Winter, gerade nochmal für ein halbes Jahr. Dann kannst du ja auch wieder in Ruhe schauen. Das finde ich ein bisschen schade, dass du die Situation nicht irgendwie mal geprobt hast, weil einfach das Umfeld momentan stimmt, die Mannschaft scheint zu stimmen. Spieler, die sonst als Problemfälle wirken oder auch noch nicht viel Spielerfahrung haben, können gebracht werden. Also schade, ein bisschen schade. Ich denke, das wäre jetzt möglich gewesen. Jetzt setzt uns hier Hannover aber schon so ein bisschen unter Druck und lässt uns da gar nicht hinten so richtig raus. Ja, ich ignoriere auch einfach das, was der Dennis gesagt hat. Ja, ich dachte, man muss auch mal wieder auf das Spiel hier. Ja, genau. Ja, ja, ja. So, die so, hat auch recht. Ja, Hannover, also es ist jetzt hier schon echt Hannover macht Druck. Duell. Ja, auf jeden Fall, muss man sagen, ja. Ja. Nur zur Erinnerung, wir sind bei Minute 22 und 10 Sekunden. Ja, hervorragend. Dennis ist hier heute nicht die Dame vom Amt, sondern die Dame von der Zeitansage. Genau. Hervorragend. Ja, naja, gut. Ja, aber wie seht ihr das denn mit der Laie? Meint ihr nicht, dass das vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen wäre, da zumindest für überschaubare Kosten noch einen Spieler zu bekommen? Aber wen denn? Die Frage ist ja jetzt auch so ein bisschen, zum einen, wann wurde das Thema mit Hushti da halt wirklich konkret? Also wann ist das an den Verein rangetragen worden? Wann hat man sich dazu entschieden? Wie sind die Gespräche mit dem verlaufen? Das ist ja auch alles noch so ein bisschen ein Thema. Und dann, der Markt gibt halt jetzt auch nicht so viel her. Also was willst du denn da leihen? Also wenn du nichts zum Kaufen hast, dann hast du doch erst recht da nichts zum Leihen. Ja, doch, das kann schon sein, aber die Sache ist einfach, aber ich glaube, es gibt... Also einen konkreten Namen habe ich auch momentan nicht auf der Liste, muss ich wirklich sagen, aber ich denke schon, dass es verschiedene Vereine gibt, auch in England, die natürlich dann ordentlich Kohle wahrscheinlich haben wollen. Aber da weißt du auch, wie die Gehaltsstruktur allein ist, weil die verdienen auch, da ist das Gehalt auch ganz anders als bei der Eintracht. Was für mich eine Möglichkeit gewesen wäre, Hanno Behrens zu verpflichten, der beim Zweitligisten Nürnberg ja auch schon seit Jahren sehr, sehr konstant spielt. Da haben wir halt die Problematik, dass entweder er überhaupt keinen Bock hat, was natürlich sein kann, weil er damals von Darmstadt kam, oder das, was ich noch für als realistischer halte, dass Nürnberg eine zu hohe Summe aufgerufen hat. Das sollte zumindest einer sein, den wir uns spätestens im Sommer mal anschauen, denn Hanno Behrens ist eigentlich für die zweite Liga absolut verschenkt, hat schon im letzten Jahr dort gut gespielt, auch in dieser Saison wieder ordentliche Partien gemacht. Also das wäre eine Verstärkung direkt für die Eintracht im defensiven bis zentralen Mittelfeld. Da sollte man mal gucken. Also zweite Liga wäre jetzt auch so das Einzige gewesen, was mir da noch eingefallen wäre, aber also ich hätte jetzt auch keinen Namen gehabt. Also prinzipiell hätte man aktiv werden müssen, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man die Aussage oder den Wechselwunsch von Hushti da mitbekommen hat, aber ja, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es halt irgendeinen Grund dafür gibt, warum man das nicht getan hat. Er ist mir aber auch er erklärt sich mir nicht so rum. Ja, gut, aber das ist ja eine Personalie, also die defensive Mittelfeldposition ist ja auch was, über das wir schon ein Jahr halt sprechen. Das haben wir in der letzten Ausgabe ja schon gesagt, Das heißt, das sind Dinge, jetzt die Eintracht kommt, gefährlich ran, aber nur Ball gespielt, das muss ich auch so sehen. Das war gar nicht so schlecht, aber da hätte man mal irgendeine Aktion draus machen müssen und nicht einfach sich am Gegner verrennen. Zum Glück hat die Eintracht aber schon wieder den Ball zurückgeholt. Setzt jetzt ihrerseits wieder mal bisschen an, mal wieder offensiver zu agieren. Ja, aber das ist halt eine Personalie, die wir natürlich schon seit einem Jahr auch besprochen haben, und du hättest halt im Sommer einfach frühzeitig agieren müssen. Ja. Gut, das hat sowas, ganz ehrlich, ich halte das ja auch für durchaus ungewöhnlich, dass der gleiche Verein, der Hushti abgegeben hat, plötzlich wieder Interesse hatte. Das konnte man, glaube ich, so nicht absehen. Ja, nicht nur das, auch halt weil Hushti ja damals bei seinem Wechsel zur Eintracht gesagt hat, dass er sich eben da nicht zurechtfindet und die Familie auch nicht, und dass er unbedingt wieder in die Bundesliga will. Und jetzt ist es wieder so nach dem Motto, er geht da wieder hin. Also, das ist schon seltsam, ja. Die ganze Story ist halt an sich. Gute Position. Ordentlich Pyro. Ist halt an sich so ein bisschen sehr merkwürdig.
Die Fans der Frankfurter Eintracht ja wieder mit einer südländischen Atmosphäre im Hannoveraner Stadion. Na gut, Hannover liegt ja auch im Süden. Ja, also je nachdem, wie du die Karte hältst, ne? Genau. Nee, das ist doch gar nicht. Sind das die Eintracht? Das müsste mit der Hannover. Nee, ich glaube, es ist der Hannover-Block, oder? Ja, ihr Unwissenden wieder. Das habe ich übrigens gesagt, aber ihr Unwissenden. Ja. Naja, soll man sagen. Sorry für den kleinen Fehler. Marvin. Ja, ist der Heimblock. Jetzt kommen schon die Pöbel-Mails hier in dem Chat. Natürlich Heimblock. Also, ich muss mich entschuldigen hier. Ja, so. Schön. Ja, naja gut, wieder zurück zum Thema. Ja, also ich weiß ja jetzt auch nicht genau, die Eintracht muss halt jetzt einfach sehen, dass sie mit Besuschkow, dass den so nah wie möglich an die erste Elf ranbringt. Dann hast du mit Barkok natürlich jemanden, der im offensiven Mittelfeld auch diese Position spielen kann, und dann musst du irgendwann hoffen, dass ein Fabian bald wieder fit wird. Denn wir dürfen auch noch nicht außer Acht lassen, mit Schindlerer wird es in der Saison wahrscheinlich nichts mehr. Ich glaube, auch Medojevic ist komplett raus, oder? Also, ich glaube, auf der Gehaltsliste steht er noch. Aber ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal spielen sehen habe. Boah, du, also Medojevic. Haben wir da nicht letztens drüber gesprochen und irgendwie festgestellt, dass das jetzt auch schon irgendwie Ewigkeiten her ist? Muss ewig her sein, ja. Ich meine, da hätten wir letztens irgendwie drüber gesprochen und festgestellt, dass das irgendwie 2015 oder irgendwas das letzte Mal war, wo der gespielt hat. Ja, aber seien wir mal ehrlich, ne? Die Spiele, die er gemacht hat, da haben uns war auch nicht berauschend. Nee, das stimmt, ja. Also, ich habe nur gesagt, dass das schon eine ganze Zeit lang her ist. Hat das Schwänzchen halt auch nicht gewedelt, ne? Also insofern, das ist halt, ja, es ist halt einfach problematisch. Du hast mit jemanden gekauft, der auch eher so relativ grobkörnig war. Das stimmt allerdings. Stendera ist ja wieder im Mannschaftstraining. Ist im Mannschaftstraining wieder? Also war jetzt wieder im Training mit dabei, trainiert auch zum Teil, soweit ich das mitgekriegt habe, wieder mit der Mannschaft, ist allerdings halt auch, ja, noch so am Anfang. Ja, dann sagen wir mal, vielleicht die letzten Spiele der Rückrunde kann er vielleicht noch mitspielen. Ist halt die Frage, ob uns das dann noch viel irgendwie bringt. Ja, also um da jetzt wirklich am Ende noch was reißen zu können. Muss mal schauen. Also letztes Spiel, Medojevic war am 12.03.2016 gegen Gladbach. Da ist er auch über die vollen 90 Minuten gegangen. Ach ja, so, okay. So, ich will jetzt noch mal ganz kurz was sagen, ne? Dann bitte. Jawohl. Wir haben eine Ecke. So, die Eintracht hat eine Ecke, hat der Ewe, der Wunderfuchs, der Feinfüßler, tritt jetzt an. Ich bin gespannt. Ecke geht ins geht Jammertal. Auf. Ja, ja, nee, nirgendwo so richtig nix hin. Mascarell, aber der Ball verloren. So, und jetzt gut nachgesetzt. Verloren. Und jetzt Konter Hannover. Jetzt der Konter, genau, Richtung Hannover. Ja gut, aber 3-5, das musst du jetzt aber einfach abblocken. Ja, aber trotzdem Hannover immer noch im Ball. Ja, aber die Defensive steht schon wieder gut. Ja, natürlich steht die ganz gut, aber ganz ehrlich, so eine Ecke muss man auch mal ein bisschen genauer ausspielen. Das nervt mich hier schon latent. Ärgerlich. Aber Hannover immer noch am Ball, kann aber aus der Situation auch nichts wirklich machen. Wir haben ihn wieder. Meier mit der Flanke, die leider ins Nichts führt. Torschuss. Und wir hatten doch gesagt, egal von wo Meier schießt, es ist immer ein Torschuss. Ja, bitte halten Sie sich an die Konvention. Situation. Boah, meine gut Güte. Gut gehalten von Radetzky. Ja. Du lieber Welt. Zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle hat den Ball noch weiter rausgelenkt, dass die Torsituation nicht ganz so gefährlich wurde, aber brisante Situation, da muss die Eintracht ganz genau aufpassen. Zum Glück haben wir jemanden wie Lukas Radetzky im Tor, der weiß, wie er seine Hände zu halten hat. Schauen wir es uns gerade nochmal in der Wiederholung an. Wer hat denn da? Hector kriegt das Ding im Kopf. Hector hat nicht so wirklich gut ausgesehen. Ne? Ja. Ja, ich bin nur mäßig begeistert. Ja, ja, das stimmt schon. Im Chat kommt gerade mir die Frage, was eigentlich mit Russ ist, ob wann der wieder kommt. Ja, also mit Russ gestaltet sich die Situation so, dass das wahrscheinlich wirklich noch eine ganze Weile braucht, bis er wieder in Wettkampfniveau kommt. Der trainiert jetzt fleißig mit, das sieht auch schon alles ganz in Ordnung aus, aber du merkst halt seine Fitnessdefizite und auch im taktischen Bereich. Man darf nicht vergessen, er ist krank geworden.
da war die Eintracht in einer anderen Situation und sie spielt ja jetzt einen ganz anderen Stil, also wesentlich anforderungsstärkeren Stil unter Kovac, als es noch zu dieser Zeit war. Das heißt also, bis sie sich daran gewöhnt und dann wirklich zu einer Alternative wird, ja, wenn wir Glück haben, 28. Spieltag. Aber ich gehe ja davon aus, dass es sich in der neue Saison, ja, denke ich. Ja, also wenn er noch Einsätze bekommt, dann halt wirklich irgendwie so als Auswechselspieler in der 85. Minute und dann ist es, glaube ich, dann auch eher nochmal, um ihm da ein gutes Gefühl zu geben und für die Fans so ein bisschen. Das wird dann genau auch emotional, so auf jeden Fall. Ja, ich glaube aber, er wird genau so laufen. Also egal, wie die Saison verläuft, wenn wir natürlich dann in die Champions League kommen, also und er dann in der 80. Minute, 89. Minute noch eingewechselt wird und dann gibt es einen kollektiven Jubel, Heultaumel oder so, das kann ich mir schon noch vorstellen. Aber genau so, es wird eher eine symbolische als eine wirkliche tatkräftige Stärkung der ersten Elf sein. Zumindest in dieser Saison. Ja, wobei das halt schon durch die Emotionen, die es vermittelt, kann es halt schon eine Auswirkung dann auf die gesamte Mannschaft haben an der Stelle, ja, aber es ist halt auch immer so ein bisschen von der Situation abhängig. Oh, hier jetzt mal wieder ein ordentlicher Angriff über außen. Ja, sehr schön und da kommt der Ball einigermaßen gut rein, aber ja Leute, was ist denn mit dir los? Also der Herr Besuschkow ist halt auch kein Goalgetter, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da ist der Ball richtig schön reingekommen von dem Außenwusler Oczipka. Und der Besuschkow hat sich zu viel beim American Football abgeguckt, ja. Also dafür wird es wahrscheinlich bei den New England. Nee, selbst den hätte er daneben. Also, für die New England Patriots reicht auch das nicht. Aber gut, es geht schon weiter. Offensiv wieder den Ball in die Mitte gespielt, aber so blöd ist die Hannoveraner Defensive dann auch nicht. Versucht jetzt ihrerseits den Ball nach vorne zu treiben. Da hat jemand viel zu lange den Ball. Ich kenne nicht alle auswendig von den Hannoveraner Spielern. Naja, ich habe aber auch keinen Fußballmanager mehr. Ich leider auch nicht. Nee. Und heute, das Trikot, wurde zu irgendwas vor 25 Jahren der letzte Sieg, DFB-Pokalsieg, wenn ich es richtig verstanden habe. Also DFB-Pokalgewinn von Hannover. Kann das sein? Ja, irgendwie sowas war im Vorfeld, aber ich hatte... Traditionstrikot oder so irgendwas. Ach, deswegen sieht es so beschissen aus. Ja, ja. Das erklärt einiges. Das erklärt dann auch, warum wir auf ein anderes Trikot ausweichen mussten. Macht mich schon ziemlich wütend, aber Chandler hier mit einem wunderbaren Lauf. Der Usain Bolt für Arme ist jetzt hier ganz schön weit gelaufen, ja, aber konnte durch Sané noch gestoppt werden. Sané war der nicht eigentlich mal schon gefühlt bei Manchester United? Das war doch auch so ein Spieler, der vor der Saison irgendwo ganz anders hätte landen sollen und jetzt doch noch bei Hannover geblieben ist. Ja, da war einiges dabei, ja. Mhm. Aber hier sieht man, er hatte seine Qualitäten, hat hier Chandler ganz gut umgegrätscht, der steht aber schon wieder und jetzt will er einwerfen. Hoffentlich macht er das regelgerecht. Mittlerweile ist es bei 3/4 der Bundesligaspielern so, dass die nicht mehr einwerfen können, wird aber nicht abgepfiffen. Ich glaube, da haben die meisten Schiedsrichter schon einfach Hopfen und Malz verloren. Das war ein Gegurke hier. Das war ein Einwurf und dann sofort wieder den Ball verloren. Das ist auch einfach nur grauenvoll. Ja. Die Planlosigkeit früherer Zeiten schleicht sich mitunter noch manchmal ein. Ja, es ist schade, Marvin, du hast vorhin was angesprochen mit der Ecke Hasebe, die dann leider auch so wieder vertändelt wurde. Du musst einfach, wenn du das Niveau halten willst, auch gerade in tabellarischer Form und Punkteausbeute, musst du einfach auch diese dreckigen Tore machen aus Standards, aus, im Endeffekt ruhenden Bällen mehr rausholen. Mhm. Denn das vermisse ich schon wieder etwas, gerade auch hier bei der Situation heute, wo du sagst, auch klar, es war jetzt nur eine von vielen und doch, ist doch so. Hast vollkommen recht. Es ist leider. Also würde mir gefallen, wenn wir da wieder ein bisschen mehr Zug bekommen, auch wenn dann damals die Situation war mit dem Tor, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, die ausgespielte Situation aus Abu Dhabi eintrainiert. Meier hat doch, glaube ich, das Tor gemacht. Welches Spiel war das denn? Vorletztes Spiel, ne? Vorletztes Heimspiel. Finde ich gut. Viel mehr davon. Also viel, viel mehr davon. Viel mehr. Oh, meine Güte. Gefährlich. Heiliger Schwamm. Dann läuft er hier einfach durch, während wenn der Dennis hier in sedierender Wirkung über irgendwas spricht, weil ich nicht mehr genau aufgepasst habe, ist die Frankfurter Abwehr genauso sediert und lässt den Hannoveraner Spieler hier einfach durchlaufen. Wie einfach der an den Ball kommt. Meine Güte. Ich mache mal einen Vintage-Basti. Ach du liebe Zeit. Ja. Aber das war das.
das war doch hier auch wieder Besuschkow, der nicht bei seinem Gegenspieler war. Also ja, auch ein Hector und ein Abraham, die harmonieren da noch nicht so richtig hinten. Das ist, die Lücken sind viel zu groß, es gibt viel zu viele Schnittstellen für Pässe für Hannover und bisher zum Glück, da haben sie es noch nicht ausgenutzt. Aber das ist richtig, Dennis. Das ja, ist aber das Problem ist halt bei Besuschkow dann, oh meine Güte, schon der nächste Konter hier. Eieiei, zum Glück haben sie den Ball nicht mehr bekommen. Aber das Problem bei Besuschkow ist halt auch echt, dass er so einen Namen hat. Der reimt sich auf lauter blöde Sachen. So, ne? Und auch so Besuschki und so weiter und so fort. Also wenn er mal ein schlechtes Spiel macht, ist er gleich dran. Ne? Wunderbar. Ja, komische Spielernamen hier einfügen. Mhm. Alles klar. Ei, der Witzka. Aber es ist ein sehr offenes Spiel, man muss sagen, also hier auch für den geneigten Fußballfan, der einfach nur mal aus ja, was weiß ich, aus Verzweiflung eingeschaltet hat, weil er eigentlich lieber Europacup-Spiele sehen wollte und jetzt eigentlich traurig ist, dass Hannover gegen die Eintracht kommt, der wird hier wirklich belohnt. Also es ist ein interessant offenes Spiel, während ich mir vorhin diese ganzen Grottenkicks angeguckt habe in der Nachmittagsrunde, ja, und also Lotte 1860 und Sandhausen, Schalke, ja, das ist auch alles beschissen. Also seien wir doch mal ehrlich, ist alles kacke. Also ist doch, wie also ist denn der Eigner momentan drauf eigentlich? Eigner ist richtig kacke. Nicht Eigner wurde dann sogar zeitweise ausgewechselt. Aber ja, nachdem, also was Lotte heißt, hat ja übrigens die haben gewonnen. Wieder eingewechselt dann, oder was? Nee, also zwischenzeitlich. Nee, du hast vollkommen recht, auch zwischenzeitlich ist der falsche Ausdruck. Nee, der wurde, in, ja, irgendwie, keine Ahnung. Was frühzeitig. Frühzeitig, ist richtig, ja, genau. Außerdem schreibe ich jetzt den Duden um, damit meine Deutung des Wortes irgendwie der passt. Aber ist ja eigentlich auch schon faszinierend zu sehen, dass der Eigner überhaupt im Kader ist, nachdem er sich doch diese Geschichte mit dem Kapitänsamt da geleistet hat, sind die, glaube ich, ja alle so ein bisschen zickig auf den. Erläutern Sie, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem Eigner den Verein verlassen hat, ist er mir ganz schön Wumpe geworden. Naja, er wurde ja dann bei 60, hat er das Kapitänsamt bekommen, weil man da ja irgendwie so ein bisschen Galionsfigur haben wollte, alter 60er und so weiter und so fort. Und das genau, hat er jetzt irgendwie 2 Wochen gehabt und nachdem da jetzt diese ganzen Geschichten mit irgendwie Presse und Akkreditierung entzogen und hast du nicht gesehen und hier und da und dem ganzen Pipapo, hat er dann nach 2 Wochen gesagt, unter den aktuellen Bedingungen kann ich das Kapitänsamt nicht weiterführen und hat es abgegeben. Woraufhin er im nächsten Spiel dann erstmal nicht im Kader war. Ja, aber das finde ich im Endeffekt eine ganz gute Situation. Denn also, wer sich die ganzen Auswüchse bei 1860 mal anschaut, auch gerade was in presserechtlicher Sicht da passiert und auch in anderer Hinsicht, das ist ein Verein, der mittlerweile schon autokratische Strukturen aufweist. Und dass man da als Spieler mal dagegen einwirkt, finde ich durchaus akzeptabel. Also da steigt er in meiner Gunst, während lässt sich leider im Moment die nicht gerade in unserer Gunst ja, steigen. Ja, genau, aber Rebic, jetzt, schön der Konter. Rebic, der schnelle Kommt mit Übersicht. Ja, jetzt muss er natürlich aufpassen, dass er den Ball Übersicht. Richtig und schlägt ins Aus. Meine Güte, da stand leider überhaupt keine. Vielleicht hat er aber noch mehr Gin getrunken als ich und hat schon die phantomhaften Mitspieler gesehen. Schade, schade. Da guckt auch Kovac kritisch. Ja, Black Templar schreibt gerade im Chat noch, dass ob sie dem Eigner nicht sogar mit dem Arbeitsgericht gedroht haben. Ich glaube, irgendwas in der Richtung war da, das habe ich aber dann nur am Rande verfolgt, aber da geht halt echt einiges schwer drüber hinweg. Also ich fand die Aktion von Eigner da auch gut und die Reaktion war halt auch wie erwartet. Ja. Also merkst du halt schon irgendwie so wie im Sandkasten, da nimmt dir einer das Förmchen weg und dann setzt ihn erstmal für 2 Minuten auf die Schlitteltreppe und hofft, dass er sich anders überlegt. Ja, also ist halt auch Kindergarten hoch 10. Ja, durchaus, durchaus. Aber gut. Was soll man machen? Tore schießen wäre mal gut. Wir Tore schießen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Nachdem wir uns hier so ein bisschen haben einnullen lassen, könnte die Eintracht mal wieder einen richtig guten Akzent setzen. Jetzt habe ich hier was gestartet. Ja. Nein, alles gut, Dennis. Naja, ja. Gut. Weißt du, das ist halt das Ding. Ich kann, wie so ein typischer Mann, kann ich nicht 2 Dinge gleichzeitig machen. Musst du hier erstmal im Dings tippen, ja, ich hab's gesehen. Ja, wenn ich in diesem Chat geschrieben habe, dann kann ich nicht gleichzeitig noch irgendwas anderes sagen. Aber so, jetzt sind wir wieder beim Spiel. Wir haben 40 Minuten rum. Es ist ein interessantes Spiel, muss man sagen. Die Eintracht ist auf allen Ebenen dabei, nicht immer führend, aber sowohl hinten als auch vorne durchaus aktiv. Ja. Also sagen wir mal, spielerisch ist das wesentlich ansehnlicher als das Spiel am Wochenende gegen Darmstadt. Auf der anderen Seite, nach meiner Prognose, in der 40. Minute sollten wir 2-0 führen und das ist hier nicht der Fall, was mich sehr grummig macht.
Aber du siehst halt Hannoveraner, die spielen halt auch offensiv, die wollen hier selbst im eigenen Haus hier ganz klar den Sieg mitnehmen. Und deswegen, die stellen sich halt nicht nach hinten, wie die Darmstädter das gemacht haben. Und dann gibt es dann auf beiden Seiten. Aber was ist denn jetzt hier los? Das war meine Güte. Hector, oder? Hector, ja. Also, der Mann hat eine schönere Frisur, als er Fußball spielen kann. Aber das bringt ihm auch nicht immer weiter. Immerhin, jetzt wieder Abstoß für den Frankfurter Eintracht. Also dieses Trikot. Schlimme ist aber, um nochmal auf den Punkt zu kommen, besser mitspielen und so weiter. Schlimme ist, dass die spielerische Klasse momentan bei Hannover wirklich höher anzusiedeln ist als bei Darmstadt. Also ich glaube, vorhin hatten wir doch schon drüber gesprochen, wenn Darmstadt, ich sag mal, Hannover würde wahrscheinlich in der Tabelle vor Darmstadt stehen. Wenn sie auch in der ersten Liga spielen. Ja, also das ist ganz klar. Also, aber da wird fast die zweite Hälfte der zweiten Liga vor Darmstadt stehen. Also es ist schon richtig bitter, was momentan bei den Lilien passiert. Und da helfen auch solche Wut-Tiraden oder solche Feindesbeschimpfungen von Frings nix. Also ich sehe da eigentlich kaum Land, wenn ich ehrlich bin. Ja, Black Templar schreibt gerade, dass Hanoi ganz klar vor Darmstadt stehen würde in der Tabelle. Ja. Hm? Ja. Das beschreibt das Ausmaß ungefähr. So. Wir haben noch rund 3 Minuten Zeit in der ersten Halbzeit hier irgendwie was zu reißen. Ja, es wird langsam so ein bisschen Zeit. Ja, aber Seferovic ist, Seferovic ist wie immer sehr aggressiv, aber leider auch gemäß seiner Hinrundenstatistik unglaublich erfolglos bei Zweikämpfen. Ist ja der Spieler, der mit am meisten Zweikämpfe bestreitet. Traurigerweise aber auch die allermeisten in der Mannschaft, der Frankfurter Eintracht verliert. Ja, genau. Wir können auch sagen, nicht gewinnt. Das klingt ein bisschen optimistischer. Aber ist im Endeffekt das Gleiche. Ja, aber das ist ja schon immer so. Die Regel gibt es ja immer. Wer viel arbeitet, der hat halt auch Potenzial, viel falsch zu machen. Das ist halt einfach so. Ja, das ist richtig. Was ich ein bisschen schade finde, ist eigentlich, dass unsere Neuerwerbung jetzt hier von Hannover 96 gar nicht dabei ist. Der Wolf. Also, ja, der gute Wolf, ja. Nicht mal auf der Bank. Ne? Nicht mal auf der Bank. Das war auch so meine erste Überlegung, als ich mir die Aufstellung angeguckt habe, ob er vielleicht eher auf der Bank sitzt, weil die wurde mir leider vorhin in der Kicker-App nicht richtig angezeigt. Aber dann haben mich die freundlichen Damen und Herren aus dem Slack-Chat darauf hingewiesen, dass er leider nicht spielt. Hätte ich aber eigentlich einen ganz guten Zug gefunden, da halt auch mal so ein bisschen Druck drauf zu geben. Aber vielleicht war das zu offensichtlich. Ja, vielleicht hat er auch eine Sperre, darf nicht gegen seinen aktuellen Verein spielen, ich weiß nicht. Was aber eine Entwicklung zu meinem Statement in der letzten Woche war, weil da bin ich davon ausgegangen, meine Güte. Also diese Pässe hier, das ist wirklich noch mit Verbesserungsbedarf. Wer waren das jetzt eben? Das sehe ich hier in diesem kleinen PC-artigen Gerät nicht, aber also PC-artiges Gerät. Nun ja, auf jeden Fall hat Hannover wieder den Ball und versucht natürlich ihn nach vorne zu treiben. Jetzt die Pass, kommt jetzt eine Flanke, ja, die kommt, kommt trotzdem durch. Alle springen. Meine Güte, jetzt die Nummer 8, der Hannoveraner. Und also Hector ist da teilweise wirklich etwas souverän und auch Abraham lässt sich da ein bisschen anstecken. Also muss man gucken, geht noch stabiler. Die Abwehr gefällt mir heute nicht so gut wie die letzten Spiele. Nee, also muss ich sagen, aber noch ist kein Gegentor gefallen, noch circa 1 Minute Zeit, jetzt über die Mitte, auf die Außen, der Ball wieder bei Oczipka, jetzt muss er sehen, was macht er, passt den Ball in die Mitte, sehr schön gemacht, Meier jetzt mit der Chance, abseits. Ist aber schon abgepfiffen, abseits, früh abgepfiffen, leider, das sah zeitweise ganz gut aus, aber der Meier, stand er da selbst im Abseits? Naja, eigentlich eher nicht, sondern eher Seferovic, muss man sagen. Aber gut, Pech gehabt, weiter geht's. Ich glaube, wir nähern uns der Halbzeitpause. Grund genug, darüber zu diskutieren, über was wir gleich sprechen. Wir haben jetzt 15 Minuten Zeit. Was machen wir denn? Was gibt es denn da für Themen, über die wir sprechen wollen? Wir könnten über die Bundesliga im Allgemeinen sprechen oder über das kommende Spiel, dass wir das dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen durchhaben, weil wir sind ja gegen Leverkusen, am Samstag schon wieder dran gegen Leverkusen. Mhm. Oh boy, die Vizekusener, ja, okay. Ja. Ist ein Auswärtsspiel. Mhm. Ja. Also jetzt auch nicht so. Oh, ich meine, Leverkusen ist jetzt auch jenseits ab von jeglicher Form. Ja, das Problem ist halt, Leverkusen hat halt eigentlich alle Qualität der Welt, ja, und bringt es einfach nur viel zu selten auf
den Platz. Ja. Was ich als besonders beeindruckend oder bedrückend einfach für die Leverkusener finde, jetzt fällt Çalhanoğlu aus. Was auch eine krasse Geschichte ist. Also ich habe mir da so das eine oder andere zu angehört oder auch durchgelesen. Ich meine, die Geschichten, die da gelaufen sind, okay, und dann da jemanden irgendwie auch für eine längere Zeit zu sperren. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch bedenken, als dieser Vorfall war, war der Kerl 17, wahrscheinlich umringt von irgendwelchen Beratern, die dem alles Mögliche ins Ohr geflüstert haben. Und dann jetzt 4 Monate, wodurch du ja nicht nur den Spieler, sondern auch diesen Verein halt einfach so dermaßen bestrafst, der nichts dafür kann. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie Leverkusen groß in Schutz nehmen will, aber es ist doch überhaupt nicht nachvollziehbar, was dann da irgendwie gemacht wird. Ja, in Spanien werden irgendwie so Geschichten irgendwie nach hinten geschoben, weil irgendwie Vereine, die mit Geld winken, Name hier einfügen bitte, irgendwie Transferprobleme haben. Ja, und hier bei uns geht sowas nicht. Also ich verstehe es nicht. Nee, ich finde es also ich finde es grob unfair, Leverkusen gegenüber, die wirklich mit der ganzen Situation überhaupt nichts zu schaffen haben. Für Çalhanoğlu ist es dementsprechend auch noch brutal, aber da kann man es irgendwo nachvollziehen, weil er halt auch Teil des Geschäfts war. Aber ganz ehrlich, du bestrafst ja wieder die Falschen. Vielleicht solltest du mal lieber überlegen, dass du diese Summen, die wahrscheinlich sein Vater bekommen hast, wieder abzwackst. Ja, also das ist eine sehr bittere Situation, auch für den Spieler natürlich, auch selbst, der natürlich damals in einem Alter war, wo er wahrscheinlich wirklich noch nicht komplett entscheiden konnte, was jetzt hier eigentlich Sache ist. Das ist aber dieses fatale Problem, was wir haben. Es gibt zwei schlimme Beratern, aber auch ganz, ganz klar bei Elternteilen, die einfach auch ihren eigenen Vorteil sehen. Bei Çalhanoğlu hat sich das damals auch schon angekündigt, dass das halt eine sehr verworrene Situation wird. Ich erinnere daran, als er dann vom HSV aufgekauft wurde, aber dann wieder zurück nach Karlsruhe gegangen ist, was ja seiner Entwicklung auch gut getan hat. Für die Leverkusen ist es jetzt ungemein bitter, denn natürlich hätten so ein Spieler gegen die Eintracht gut gebrauchen können. Wie du schon richtig gesagt hast, sind momentan wirklich nicht gut in Form, Tabellenneunter bei dem Potenzial, was sie haben. Ich fand es so unglaublich ironisch, denn dass beim letzten Spieltag gerade der Spieler das Gegentor gegen die geschossen hat, der eigentlich dahin, der eigentlich verliehen war von Leverkusen. Habt ihr also da mal kurz diesen kurzen Einwurf, habt ihr die Diskussion gesehen, die auf Twitter dazu war? Nö. Da gab es einen Tweet von Leverkusen vor dem Spiel, irgendwie mit von wegen, erinnert ihr euch noch an den Dänen, und haben den Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wer es war, der das Siegtor im letzten Spiel gegen den HSV geschickt hat, der mit einer exakt der gleichen Pose gefeiert hat, wie Papadopoulos das gemacht hat, und kurz nach dem Tor kam dann genau mit dem Bild von Papadopoulos die Antwort vom HSV, erinnert ihr euch noch an den? Oh geil, okay. Das ist eine richtig, richtig grandiose Nummer. Sehr gut. Klingt natürlich gut. Das ist auf jeden Fall besser als dieser Spaß-Account von Hannover 96, der die ganze Zeit komische Bilder postet und anscheinend viel zu viele Smileys benutzt, aber das ist ja mittlerweile gang und gäbe in der Bundesliga. Aber das ist natürlich, ein geiler Diss gewesen. Ja, für Leverkusen sind wir momentan nicht so wirklich auf der Siegerstraße, trotz der Tatsache, dass sie einen richtig ordentlichen Kader haben. Einige Spieler auch verletzt, Dragovic, Jonathan Tah, da ist ja in der Innenverteidigung, fehlt natürlich ein bisschen was. Ich kann momentan nicht einen Reim draus machen. Gut, Chicharito fehlt, Pellarabi auch. Das tut natürlich weh, aber selbst dann hast du mit Volland, Kiesling und so weiter und so fort immer noch richtig gute Spieler. Leon Bailey, der jetzt relativ neu da zugestoßen ist. Wir werden sehen, Kevin Campbell. Also ich meine, das ist eine herausragende Mannschaft und trotzdem bringen sie es momentan nicht auf den Platz. Und die Gerüchte, die man hört, ist, dass es gar nicht mehr so lange gehen wird für Roger Schmidt. Es sind halt herausragende Einzelspieler, aber du merkst halt schon, dass da halt einfach kein Mannschaftsgefüge da ist. Ja, also stimmt, jeder für sich genommen ist auf dem Papier ein super Spieler und das müsste eigentlich einschlagen wie sonst was, aber so in der Kombination kriegen die das halt irgendwie nicht auf die Kette. Ja. Ich finde die Situation auch gut, dass Roger Schmidt für Marvin auch, ja. Ja! Die Rotte! Haben jetzt die Leute von Badesalz eingeladen? Ja, Rotte, ist ein guter Mann. So ist es so. Eigentlich nicht. Nee, aber dass er noch Trainer ist, denn ich denke tatsächlich,
dass uns noch zugutekommen kann. Die Situation, die Mannschaft ist einfach etwas nervös. Der Trainer hat es nicht mehr so im Griff. Und ich denke auch, dass nach dem Spiel da eine Entscheidung gegen Roger Schmidt fallen wird, wenn da nicht eine überzeugende Leistung kommt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Und mit einem neuen Trainer sieht die ganze Sache anders aus, denke ich zumindest. Die Spieler müssen sich wieder anbieten. Wäre für uns eine schwierigere Situation gewesen. So können wir uns auf eine gewisse, gewisse Einstellung der Spieler und auch auf eine gewisse Aufstellung ja einstellen. Denn Roger Schmidt steht ja für einen gewissen Fußball, den wir und denke ich auch mit einem Kovac gut analysieren können und dann auch gut entgegenlaufen können, entgegensetzen können und das Spiel auch gewinnen können. Also das ist natürlich was, unter dem neuen Trainer hätte ich es noch schwieriger gesehen, weil es einfach, du sagst ja, das Potenzial in der Mannschaft ist ja da. Es ist einfach momentan, die Puzzleteile passen alle nicht so ganz zusammen und ich denke, das müssen wir irgendwie ausnutzen und da auch wieder 3 Punkte einfahren. Ja. Halbe 3 Punkte, bist ja echt optimistisch. Also ich habe jetzt mal so perspektivisch eher einen Unentschieden angepeilt, aber nachdem du anscheinend im kollektiven Europataumel dich befindest, sind auch 3 Punkte gegen Leverkusen drin. Ja, ich meine, das ist natürlich schon der Ansatz. Ich jetzt nicht. Also Leverkusen ist für mich jetzt halt wirklich, also ich finde den Zeitpunkt, wo wir gegen die spielen, schon ja, in Ordnung, ist natürlich denkbar, weil die gut, ja, so dermaßen außer Form sind, denen wichtige Spieler fehlen, der Trainer irgendwie auf so einem Wackelstuhl sitzt, was den halt auch noch irgendwie zusätzlich da unter Strom setzt. Ja, muss nur noch irgendwie in Rudi Völler da auftauchen und da so ein bisschen trommeln und dann ist eigentlich der Fußballtag perfekt für uns. Ja. In der Saison sind wir auch nicht der typische Aufbaugegner gewesen bis jetzt. Bis jetzt, sage ich dazu. Ich hoffe, dass es sich nicht ändert. Bitte, bitte. Aber wir haben tatsächlich mal die Klasse gezeigt, die Reife gezeigt, dass wir nicht der typische Gegner sind. Oh, da kommt eine Mannschaft, die kann gar nichts und alle sind, der Trainer fliegt eigentlich raus und die Spieler sind alle verletzt und dann kommt einer, der seit 5 Monaten kein Spiel mehr gemacht hat oder 100 Chancen gebraucht hat und kein Tor getroffen hat, der macht dann gegen uns einen Hattrick oder sowas. Das ist ja die alte Eintracht gewesen. Die neue Eintracht, die wir bis jetzt zumindest in der Saison erlebt haben, sieht ja schon ganz anders aus. Die nutzt aus, wenn die Gegner ein bisschen taumeln, da geht es dann richtig ran und dann werden die Spieler auch trotzdem gewonnen, souverän gewonnen und dementsprechend bin ich da eigentlich wirklich optimistisch für den Samstag. Zumal, also wir haben ja jetzt auch schon festgestellt, dass wir mit so Spielen oder mit Mannschaften, die halt auch Lücken anbieten, irgendwie ganz gut zurechtkommen und dadurch, dass Leverkusen da jetzt einfach auch unter Druck steht, werden die auch diese Lücken anbieten, sondern die Frage ist halt, wie clever wir damit umgehen. Ich glaube nicht mal, dass wir, also wir haben aus meiner Sicht keinen hohen Druck, wir müssen das Spiel nicht zwingend gewinnen. Unsere Stärke sind ganz klar die Heimspiele und wenn es nach mir gehen würde, würde ich auch sagen, konzentriert euch da drauf, weil da haben wir die leichteren Gegner, holt euch da auf jeden Fall immer die 3 Punkte und wenn bei einem Auswärtsspiel, gerade jetzt gegen Leverkusen, in dieser Woche ein Punkt mit einem Unentschieden da rausfällt, alles gut gemacht. Ja, auf jeden Fall, klar. Sehe ich auch so. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe übrigens mal den Link zu dieser Twitter-Konversation in den Slack-Chat geschmissen. Also wer sich das angucken will, findet da den Link. Nur so als Ergänzung noch. Sehr gut. Du bist das ist Service. Wann machen die Fanta 4 einfach mal so ein Lied? Hey, du bist der Service. Das könnten sie ja für uns machen, oder? Ja, sollten sie. Ja. Basti hat doch da bestimmt Kontakt hin. Den können wir doch da mal vorschicken. Ja, ich denke, da hat überall Kontakt hin, ja. Die Sache ist halt, bei Leverkusen, ich denke, da ist auch noch ein bisschen mehr Unruhe drin aktuell, nicht nur aufgrund dieser schwierigen Situation aktuell mit dem Trainer, aber da ist halt auch ein ganz wichtiger Spieler, hat jetzt seinen Transfer bekannt gegeben, der am Ende dieser Saison beziehungsweise zur neuen Saison stattfindet, Ömer Toprak, wird jetzt zum BVB wechseln und als Innenverteidiger, als tragfähige Säule in der Innenverteidigung auch nicht so richtig toll. Und du merkst, dass einer nach dem anderen jetzt hier schon das sinkende Schiff verlässt. Ne? Da muss man aber auch dazu sagen, dann hat der BVB in der nächsten Jahr aber schon so eine ganz fette Innenverteidigung. Also da Sokratis und Toprak, das sind schon 2 echte Kanten da hinten in der Innenverteidigung. Ja, das stimmt. Aber gut. Wieso? Hätte den auch ganz gern bei uns gesehen. Seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Also ich bin noch da, ja. Ist auf jeden Fall ein extrem guter Innenverteidiger, ja. Also kannst du nichts gegen sagen.
Ich gucke mir gerade hier die Zusammenfassung von Lotte gegen 60 an. Also das war ja sehr, eher nach Schlachtfeld aus als nach Fußballrasen, was die da hatten. Meine Güte. So, ja, jetzt bin ich wieder der Mensch, der zwei Sachen gleichzeitig macht und sollst dabei nicht twittern, du sollst hier mit uns ja, reden. Ja, ich bin halt mehrfach aktiv. Genau, vielleicht für die, die jetzt zu späterer Stunde oder zu einem späteren Zeitpunkt erst eingeschaltet haben, kann man den Punkt, glaube ich, nochmal nutzen, um nochmal darauf hinzuweisen. Wir sollen euch allen Grüße und Dankeschön vom Basti ausrichten. Hat sich sehr gefreut. Ja. Genau, war überrascht von dem vielen Zuspruch, den er bekommen hat, hat sich sehr gefreut und von daher nochmal an alle, die jetzt erst eingestiegen sind, danke und ja. Er ist noch ein bisschen angeschlagen und es wird noch ein bisschen dauern, bis er wieder da auftaucht. Es kann sein, dass es schneller geht, wenn ihr einfach in regelmäßigen Abständen mal so eine gute Besserung da über den Zaun werft. Also schreibt euch in den Kalender und haut da einfach alle zwei Tage mal Grüße an ihn raus. Er hat uns persönlich zukommen lassen, dass es ihn sehr freuen würde, wenn ihr euch, wenn ihr ihm Penisbilder schickt. Bilder von so veganen Sojahappen. Das wird ja jetzt nicht aufgezeichnet hier. Ne? Hast du schon mal erlebt, dass ich irgendwann was rausgeschnitten habe, Mom? Verdammt. Aber ich wusste ja gar nicht, dass das hier veröffentlicht wird. Nein. Also, ihr könnt ja auch zeigen. Richard, nicht. Naja. Oh, gut. Oh, yeah. Also hier Lawine also hier losgetreten. Bitte nicht. Oh, meine Güte. Ja. Aber ich versuche jetzt mal schnell das Thema zu wechseln, denn ich habe heute Mittag ja schon das breit beworben. Es können mehrere Top-Sportjournalisten können jetzt gewählt werden. Ja? Also die, wir im auch. Jahr 2000. Ja, nee, wir nicht. Also warum nicht? Diese Online-Kategorie hat man mal wieder vernachlässigt, ja. Aber ganz ehrlich, wir Top-Journalisten sind ein bisschen weit hergeholt. Aber ja, online hat man echt komplett vergessen. Also da gibt es auch nicht so Sachen wie Rasenfunk oder so, die ja irgendwo einen gewissen Anspruch haben. Ja, aber dagegen kann man natürlich hochprofessionelle Leute wählen. Ich würde den Link, da guckt einfach auf meinem Twitter-Profil. Nein, also sportjournalistenpreis.de/voting. Da könnt ihr sehen, wer alles nominiert ist von Franziska van Almsick. Die beste Sportsendung beste Sportsendung ist für mich eigentlich in Highlight-Kategorie, denn da wird sogar der Bitburger Fantalk Live zur Auswahl gestellt. Also und wenn der schon, okay. Und wenn der schon zur Auswahl steht, genauso wie die EM-Qualifikationsspiele, da wisst ihr ja auch, die Vorberichterstattung, da hat Jens Lehmann dran teilgenommen an dieser, und er wird auch als bester Experte hier zur Wahl gestellt, also ihr Leute, ihr wisst, was ihr tun müsst, verhindert das eher, ja, meine Güte, also wenn sogar der Bitburger Fantalk. Also dann hätten sie auch uns da irgendwie mit reinschreiben können. Ja, das wäre nicht das Schlimmste gewesen. Auch schon verwerflich und verwunderlich, aber nicht das Schlimmste. Aber also wir sind nicht verwerflich. Nö, verwerflich nicht. Aber es gibt gute Optionen, auch dort zum Beispiel Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Für alle Leute, die es eher so Randsport oder die eher so diese Randthemen gut finden, solltet ihr wahrscheinlich dafür stimmen. Interessant, beste Sportkommentatoren gibt es so eine Liste von 30, 40 Leuten, auch keiner von uns dabei. Aber für Leute des Darts, für Darts, da sind auch ein paar Dart-Leute dabei, vielleicht ist das ja was, auf jeden Fall besser als Jan Stecker oder wen haben wir hier? Ach, Florian König. Florian König habe ich auch gerade gelesen. Ja, Markus Kafka, RTL Nitro. Ah, Janus Friedrich war zum Beispiel echt gut, ja. Oh ja, stimmt sich auch. Naja, also wie gesagt, aber da ist viel Buntes dabei. Bester Newcomer des Jahres zum Beispiel, Franz Büchner, Markus Kaufmann, ja gut, als Newcomer, ist ja auch seine erste Saison als Fußballmensch gewesen, Laura Papendieck, kenne ich jetzt nicht, Silvia Walker kenne ich auch nicht, Marco Hagemann, also das ist natürlich jemand, da können wir wirklich mal voten für, ich habe dafür auch kein Geld bekommen, dass ich das jetzt hier sage, ja, schaut's an oder lasst sein, ist mir eigentlich auch komplett Latte, aber man kann sich ein bisschen amüsieren. Also mal ganz ehrlich, warum in drei Teufelsnamen muss ich mich für so ein Ding anmelden? Das verstehe ich auch nicht. Damit du nicht zweimal stimmen kannst. Kannst du zwar trotzdem, wenn du dir irgendwie andere Benutzernamen zulegst, aber. Sagen das doch keiner nach. Also. Na, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber Christoph auf jeden Fall. Metzelder, Lothar Matthäus, da haben sie echt alle. Ralf Scholz.
Ich finde es halt ganz gut, in diese Liste. Franz Beckenbauer. Einfach weiter. Mhm. Ja. Olaf Thon, ich wäre definitiv für Olaf Thon. Olaf Thon ist, glaube ich, nie der, ist im realen Leben nie der richtige Tipp, also hier alles bestens. Ja, oder Stefan Effenberg. Ja, les mal weiter vor, ich muss ja unseren Slack-Chat lesen. sehr gut, genau. Ach, da ist er doch, den habe ich gesucht. Mehmet Scholl. Also ich schwanke zwischen Olaf Thon und Mehmet Scholl als bester Sportexperte. Ja, hallo, Jens Lehmann, das ist auch ein heißer Tipp. Ja, so, und ja, Richard, der, bei euch hat das Spiel auch noch nicht angefangen, oder? Nee, hat auch noch nicht angefangen. Ich habe aber eben den Scholl gerade gesehen. Ja, aber hier der Markus Kafka, Richard, der lebt noch. Ja, der irgendwann, der hat ja so eine eigene Sendung gehabt, die hieß irgendwie, hat irgendeinen Namen gehabt auf jeden Fall. Ja, war so eine ganz gute Musiksendung, ich glaube One und was weiß ich. Und war eigentlich ganz cool und mittlerweile ist er halt bei RTL Nitro und macht dann die randständigen EM-Qualifikationsspiele. Die frühstückt er dann mit irgendwelchen kuriosen. Oh, wir wechseln. Leuten. Tabata kommt. Für Tabata. Abraham. Ist das richtig? Abraham? Wirklich? Mhm. Ja, wir werden es gleich sehen. Derweil wundere ich mich noch, warum hier bester Sportaufblick Bild am Sonntag. So, genau. Also Tabata kommt rein. Ich bin überrascht ein wenig, weil Abraham natürlich eine zentrale Position bekleidet hat. Tabata ist ja eher der Außenspieler. Ja, der hat auch schon Innenverteidiger gespielt in Israel. Ja, ich weiß aber nicht, ob wir das Risiko jetzt eingehen oder ob wir das ganz ein bisschen verstellen. Bei deinem Sportjournalisten-Ding ist übrigens ganz unten bester Sport-Internet-Auftritt und da finde ich, da hätte man uns schon mit reinnehmen können. Hätte man machen können. Andererseits bin ich natürlich auch sehr froh, dass es Dinge gibt wie Sportgate.de, habe ich noch nie gelesen. Also ich kenne Sportgate.de gar nicht. Also wenn ihr das kennt, dann könnt ihr mir mal sagen, was das überhaupt so genau ist. So, für alle, jetzt ist gleich Anpfiff, so angepfiffen, nächste 45 Minuten. Ja, hoffentlich nur 45 Minuten, das wäre ja erstmal so. Auch geil, boxen.com und boxen.de, da hat irgendjemand, irgendein Boxfan hat da gesessen und hat irgendwie immer seine Freunde dazu gewurschtelt. Ja, aber also ich kann jetzt nichts Inhaltliches zu sportgate.de sagen, aber ich habe die Seite gerade eben mal angerufen und ich muss sagen, die 90er haben angerufen, sie wollen ihre Internetseite wieder haben. Okay, naja gut, aber der beste Sportauftritt in einem Magazin, einer Wochenzeitung, in der Men's Health. In der Men's Health habe ich noch nie gewusst, dass es da einen Sportteil gibt. Ja, weil du nie so weit kommst. Keine Ahnung. Genau, in der Memphis komme ich nicht so weit. Genau. Hättest du jetzt so ein Playboy gesagt, hätte ich gesagt, du hast vollkommen recht, ja, aber. Jetzt aber wissen wir auch, für was du vorhin die Bilder wolltest. Die waren gar nicht für den Basti. Ich sag dir eins, von mir aus, ich bin da total. Könnt ihr total nur die Bilder für alles, das ist schön. Ja. Hey, nein, ich bin da einfach flexibel im Endeffekt. Ja, also, naja gut, jetzt rege ich mich im Kopf und Kragen, wir gucken uns einfach das Spiel weiter. Ja, Richard amüsiert sich im Chat hervorragend, alles richtig gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Tabata, der hat jetzt auch gleich den Ball und wirft den jetzt aus, nein, doch nicht. Einen weiten Einwurf, ja. Leider ins Nichts. Ja, es ist, ob hoch, ob heit, hoch, ob heit. Da kann man schon was von der Ausstellung her erkennen. Ist ja, Spieler bei der Eintracht. Ja. Danke, Marvin. Ja, wir müssen mit den leichten Dingen anfangen. Ja. Tabata, auf ja, links. Ich würde auch sagen, ich lasse euch noch mal kurz allein, dann hole ich mir noch mal was zu trinken. Ich bin nämlich jetzt schon ganz schön lange leer jetzt hier. Bis gleich. Sehr gut, ja, bis das gleich. Das sieht für mich aber eher so aus, als wenn Otschipka nach hinten gerückt ist. In die Innenverteidigung ist und Tabata auf links. Aber ganz ehrlich, das macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn nicht, wenn Abraham jetzt da nicht verletzt ist, ja, ist oder ist es um die, ja, um die schonen, ja. Oder es geht halt um die Geschwindigkeit. Du hast ja gesehen, dass Abraham so ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme hatte, dass ja, du das stimmt, vielleicht ja. lösen willst, weil Otschipka da ein Ticken schneller ist. Auch gewisse Verletzungsgefahr dann auch, wenn er das Tempo nicht mehr so gehen kann und die Muskulatur vielleicht zumacht, dann verletzt er dich natürlich auch schneller, wird uns gar nichts bringen, wenn er dann lange ausfällt. Nee, finde ich auch in Ordnung. Ja. Und die Leistung heute, muss man auch wirklich sagen, so gern ich Abraham habe, war heute dann auch nicht so, dass ich sage, oh je, das war jetzt der beste Mann auf dem Platz. Ja, gut, aber wirklich harmoniert mit Hector halt, hat er nicht. Nee, aber Otschipka ist für mich jetzt halt auch nicht so die beste Definition eines Innenverteidigers.
Das stimmt, ja. Wobei, man muss auch sagen, vor dieser Saison war Chandler auch nicht meine beste Definition von einem Rechtsverteidiger. Ja? Also von daher, Dinge können sich ja wandeln. Im Chat werden wir übrigens darauf hingewiesen, dass der BVB mittlerweile ausgeglichen hat, die ja 0-1 zurückgelegen haben gegen die Hertha. Oho. Also von daher da mehr Tor. Allerdings, ansonsten kann ich nichts dazu sagen, ob das Spiel ansehnlich war oder nicht. Das war es ja definitiv bis jetzt. Ja, war bis jetzt nicht schlecht. Ah, was macht denn da der Hannover-Keeper? Ja, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir den Druck wieder aufbauen. Ja, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und werfe 2 Euro ins Phrasenschwein und sage, ein Tor würde diesem Spiel gut tun. Das würde dem Spiel sehr gut tun, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn es für die richtige Mannschaft ist. Ja. Also da muss man aber auch sagen, hier die Wiederholung von der Aktion von dem Hannover-Torwart, also der hat auch Nerven. Ja, Seferovic hat ihn auch gut angelaufen eigentlich, also kann man beiden. Das macht Seferovic ja immer, aber dann da so nach dem Motto von wegen, hier erst stoppen und dann das Ding da nach links sich rüberlegen. Schon Respekt, ja. Das muss da halt auch erstmal bringen, ja. Ah, hier wieder so ein nickliches Foul. Ja, also, wobei man jetzt sagen muss, bei den Fouls oder auch bei den Zweikämpfen, da war jetzt bislang noch nichts wirklich Überhartes dabei. Nee, so, ihr Feierabend-Cowboy, ich bin wieder da. Was passiert? Seferovic hat den Torwart ganz gut angelaufen nach einem Rückpass und ja, war eine gefährliche Situation. Torwart hat es aber souverän gemacht von Hannover, okay. Hat ihn dann doch stehen lassen. Aber war schon eine Situation, wo man sagt, huch, also musst du Nerven behalten. Ja, okay. Auf Twitter bekommen wir gerade nochmal den Hinweis, dass man bei Marvins Voting gar nicht mitmachen darf, außer man gehört zur Sportjournalisten-Elite. Also erstens werden wir nicht nominiert, zweitens gehören wir nicht zur Sportjournalisten-Elite. Also das ist doch erstunken und erlogen, dieses ganze Ding von vorne bis hinten. Man darf da gar nicht mitmachen? Was? Nee, anscheinend. Du wahrscheinlich schon. Anscheinend nur, wenn du irgendwie akkreditierter Sportjournalist oder irgendwas bist. Das ist ja interessant. Warum habe ich das nicht gelesen? Ja, mal gucken. Vielleicht, weil du den Text oben am Anfang nicht gelesen hast. Gut, wirklich. Das ist ein interessanter Erklärungsansatz. Scheint mir durchaus schlüssig. Seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da, ja. Ja, alle noch da. Wir schmunzeln über dich. Ja, zu Recht auch, vollkommen. Ah, schön, schön, sehr schön, ja. Ah, jetzt im Moment liegt das Spiel ein bisschen... Ist halt nicht gerade erst wieder angefallen. Alles gut. Etwas flach. Etwas abgeflacht, das Spiel. Tja, das ist ja unfassbar. Jetzt mal angenommen, wir kommen heute weiter. So, jawohl. Was haben wir denn da so an Gegnern und wen hättet ihr denn da gerne? Gucken? Oh, Lotte also wird mir gefallen. Genau, also wir haben zur Auswahl Lotte, Schlacke, Bayern, Gladbach, Bielefeld, die gestern im Elfmeterschießen gegen Waldorf gewonnen haben, was auch, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel gewesen sein muss. Ja, das war okay. Und der HSV, die gegen irgendeinen unbekannten Verein gewonnen haben. Genau. Und jetzt ist ja noch die Frage, was passiert hier bei Dortmund gegen Hertha? Hm. Also Lotte klingt irgendwie wie so eine ehemalige Liebschaft vom Dennis, dass ich das gar nicht so schlecht finde. Genau. Sportfreunde Lotte gefällt mir, ja. Die Drittligisten, nee, also gegen die Bayern, gegen die Bayern will ich definitiv nicht spielen. Ansonsten, ja, eigentlich Schalke. Ja, Schalke oder Hamburg machen wir schon die Saison. Ah, Hamburg weiß ich nicht. Sind so ein bisschen im Aufwärtstrend. Gladbach eigentlich auch so ein bisschen fernab seiner Leistung. Bielefeld wäre auch machbar, sicherlich. Die haben auch nicht gut gespielt. Die haben im Elfmeterschießen dann zwar gewonnen, aber ich glaube, die lagen sogar am Anfang noch hinten und ja, dementsprechend, wie gesagt, also wäre schön, wenn wir einfach jetzt erst noch eine etwas leichte Runde dann hätten, wenn wir weiterkommen, wir müssen ja heute erstmal das Spiel gewinnen, aber wenn wir, ja, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall immer noch offen, es gestaltet sich schon so, wie ich es mir erwartet habe, dass Hannover zumindest viel, viel mehr mitspielt, als das Darmstadt am Wochenende gemacht hat. Es sind alle die ganz zwingenden Chancen. Wir hatten schon viele Chancen, aber also ich sage 100% bis auf den einen vom Rebic, die auf die Latte ging, haben wir natürlich jetzt auch noch nicht so überragend gespielt. Oh, jetzt haben wir einen guten Konter.
Alter. Oh, meine Güte, Tabata gut gemacht, aber leider kam Seferovic nicht mehr entscheidend ran. Seferovic leider zu spät. Ah, das waren aber auch nur Millimeter, die ja da zu langsam war. Aber trotzdem einfach mal gut ausgespielt. Ne? Da merkst du halt, Tabata ist halt ein Mann der schnellen Aktionen. Sehr gut. Leider nicht richtig, nicht hundertprozentig richtig erwischt, beziehungsweise gar nicht erwischt von Seferovic. Ein bisschen ärgerlich, aber so ja. kann das natürlich funktionieren, dass du ganz schnell die Hannoveraner auskonterst. Ach, ärgerlich. Da wissen wir jetzt aber gute Aktion aber von Tabata. Was die Idee hinter diesem Wechsel war, dass du einfach nochmal einen wesentlich schnelleren Mann da auf der linken Seite hast. Ja. Das ist eine gute Sache, ja. Also ärgert mich ein bisschen. Echt ein bisschen schade. Ich würd's ihm ja gönnen, Tabata, dass er mal einen guten Auftritt hat, der vielleicht auch zu einem Tor für die Eintracht führt. Das hat ja momentan auch gar nicht so oft zeigen können, was er eigentlich kann. Nur in dem letzten Spiel gegen Ingolstadt, aber da war es auch sehr, sag ich mal, sehr verhalten, deine Leistung. Das stimmt, ja. Ja, ich könnte mir noch vorstellen, dass wir heute Gašinović dann wirklich noch sehen. Vielleicht nochmal ein schneller auch auf der rechten Seite. Mhm. Bisuschkov vielleicht dafür dann der Wechsel. Geht ein bisschen unter, finde ich. Also Bisuschkov ist für mich jetzt bis jetzt noch nicht so wirklich im Spiel drin gewesen. Oder wie seht ihr das? Da war aber auch eine Riesenlücke, wenn du das jetzt in der Wiederholung dann nochmal anguckst für Tabata. Der hat aber auch echt viel Platz. Ja, Bisuschkov... Ja, also er hatte so ein paar Momente, allerdings halt auch positiv wie negativ. Ja, also zu sehen war er schon, aber gut, ich meine, ist jetzt also auch der erste Einsatz. Ganz schöne Worthülsen, die jetzt hier ausgepackt werden. Also zu sehen, positiv wie negativ, was ist denn los? Wollen wir jetzt hier gleich mal irgendwie, also. Ja, also ich will ja schon im nächsten Jahr auf diese Sportjournalistenseite da drauf. Ja, die Qualität ein bisschen hochschrauben. Soll es auf jeden Fall ein bisschen, ja, dafür bietest du dich an, ja. Wenn ich das höre, dann bist du auf jeden Fall ein guter Kandidat, hier demnächst mal im Doppelpass als Experten teilzunehmen, ja. Oh ja, sonntags im Fernsehen trinken ist auch was. Derweil mache ich mir hier den Dirke Haselnussgeist auf. Das klingt doch mal. Oh, bitte. Ja, hallo, wir haben ja den Dirke Haselnussgeist. Was geht erst, ab hier? Erst Gin und jetzt das? Ah ja, es ist halt auch Mittwoch schon, ne? Warte mal bitte noch 2 Minuten, dann haben wir 10 vorbei, dann geht's hier rund. Ja, okay, aber es dauert ja eine Weile, bis ich das Ding hier aufgemacht habe und ausgeschüttet habe und so weiter und so fort. Du sollst jetzt den einschütten, nicht ausschütten. Das ist ja der vierte Podcast hier in der Woche. Jetzt ist dann aber auch langsam mal gut jetzt, ne? Gut, das ist selbsterlegtes Schicksal, selbst auferlegtes Schicksal. Ja, ist richtig. Jetzt mache ich meinen Ton aus, weil ich das hier mit dem Mund aufmachen muss. Hey, der Witzka, was ist denn da jetzt für Diskussionen? Wir kriegen den Einwurf und wir kriegen den Freistoß und der Hannoveraner macht den Linienrichter hier, den Schiedsrichterassistenten, Entschuldigung, zur Sau. Jetzt fang halt nicht an zu gehen. Dann muss Entschuldigung. Ich mal wieder meine Güte. Das Spiel ist zwar nicht so wunderbar spektakulär jetzt aktuell. In der ersten Halbzeit war das ja richtig gut. Momentan ist es ein bisschen schwieriger. Jetzt kommt Hannover. Aber wir haben den Ball wieder zurück. Aber ja, sehr gut. Weiter. Tabata spielt den Ball ins Nirgendwo direkt zum Gegner. So will ich das gar nicht sehen. Im Mittelfeld der Aufbau. Jetzt natürlich die riesige Chance der Hannoveraner. Ui, gefährlich. Tabata, gefährliche Situation. 1:0 für Hannover 96. Ach, das war Martin Harnik, muss man sagen, reguläres Tor. Man hätte ja so zwischenzeitlich noch Angst haben können, dass Tabata hier irgendwie zum Elfmeter fault. Schwierige Situation, aber die Abwehr hat wirklich sehr unsouverän agiert eben, leider. Ja, das muss man so sagen, ja. Da kommen nochmal wieder. So schauen wir uns das nochmal an. Ja, Tabata, ein paar Bass ins Nirgendwo, so kann das halt nicht laufen. In der Vorwärtsbewegung. Du verlierst im Mittelfeld den Ball, Die Hannoveraner spielen schnell, die 31 verliert, also 37 verliert so ein bisschen den Ball. Harnik hat diese Chance sofort gerochen. Gibt auch nichts zu beschweren, auch wenn da einige Frankfurter sich das dementsprechend nicht nehmen lassen. Reguläres Tor, 1:0 für Hannover 96. Blöde. Ja, die Situation ist halt auch so ein bisschen, dass Oczipka da dazwischen reinkommt und den Ball dann halt auch noch so ein bisschen abfälscht. Ich weiß gar nicht, wenn er gerade durch gewesen wäre, er hätte den Tabata vielleicht hinten noch kriegen können, aber da ich das und den so ein bisschen wegschiebt. Das,
waren sehr viele Problem, schlechte Situationen dabei. Auch Problem ist die Entstehung. Die Entstehung darf so nicht passieren. Also du kannst den Ball wie Tabata nicht einfach so komplett sinnlos nach vorne dreschen. Wir spielen hier immer noch hochklassigen Fußball. Das muss sinnvoller passieren. Und dass du dann den zweiten Ball halt auch nicht wegbekommst, sondern im Mittelfeld zum Gegner vertändelst, das ist halt einfach eine Situation, so kann das nicht laufen. Jetzt führt Hannover für mein Dafürhalten überaus glücklich. Ich fand, wir waren in der zweiten Halbzeit einen Tick besser. Jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwie, meine Güte, jetzt haut der Hasebe den Ball einfach nur ins Nirgendwo. Also jetzt müssen wir sehen, dass wir jetzt hier nochmal zurückkommen. Ja, also ich fand halt auch, dass wir in der ersten Halbzeit durchaus Chancen hatten, die wir hätten machen müssen. Also jetzt wird es halt echt schwierig. Also auch so ein bisschen abhängig davon, von der Art und Weise, wie Hannover jetzt weiterspielt. Wenn die sich jetzt hinten reinstellen, ja, könntest du so ein bisschen... Jetzt schon mit der nächsten aus. Chance, der Hannoveraner. Nee, ich gehe auch nicht davon aus. Oh, jetzt läuft hier Rebic, guter Tempolauf. Schade, ja. Rebic, der mir heute sowieso ziemlich gut gefällt, einer der Lichtblicke, positiven Rebic, aber der muss jetzt auch mal ein bisschen abliefern noch. Ja. Ja, schade, die Situation eben mit Tabata und Seferovic vorne ist natürlich... Ja, blöd, hätte vorlegen können und vielleicht auch so ein bisschen müssen, ja. Ja, so. Auch in der ersten Halbzeit hatten wir eigentlich schon einige Chancen gehabt, die teilweise dann etwas ungefährlich vertändelt wurden. Genug Chancen hatten wir, jetzt müssen wir gucken, dass wir endlich mal ein paar davon auch nutzen und dann können wir das Spiel auch noch drehen. Nun ja, die Eintracht ist jetzt gefordert, mit noch knapp 30 Minuten Zeit hier das Ding noch irgendwie umzudrehen. Ja, ich glaube, sie haben noch zwei Tore machen von der Zeit her. Von der Bank agieren ist jetzt schwierig. Ne? Würdet ihr reagieren mit einem Wechsel? Nö, auf gar keinen Fall. Ich würde jetzt einfach die Mannschaft nochmal so weiterspielen lassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass offensiv jemand dementsprechend fertig ist und eine Auswechslung benötigt. Oder eine Umstellung taktisch? Na, du bist doch schon ziemlich offensiv da eigentlich unterwegs. Also wenn du jetzt im Mittelfeld noch jemanden hättest, der da eher vielleicht noch so ein bisschen eine Offensivposition noch hinter den Spitzen begleiten könnte. Mittelfeld ein bisschen verdichten, ne? Aber da hast du halt auch keinen, den du jetzt irgendwie da noch nach vorne ziehen kannst. Also Gacinovic hat mir halt auch bislang in der zentralen Position nicht so wirklich gefallen. Du hast da halt keinen auf der Bank, den du da jetzt irgendwie noch in der Mitte reinnehmen kannst, der so ein bisschen für Spieleröffnung sorgen kann. Darfst halt nicht vergessen, die Eintracht hat natürlich jetzt auch den einen oder anderen Spieler ausgewechselt. Das trägt halt dazu bei, dass der Spielrhythmus vielleicht nicht ganz so da ist. Ja. Das merkst du schon, wenn Vallejo halt fehlt, dann ist da halt was da. Ich weiß nicht, wissen wir denn schon, was mit Abraham war? Oder ist es jetzt einfach eine Vorsichtsauswechslung gewesen? Gibt es da nähere Informationen? Also wir vermuten jetzt mal, dass man ihn so ein bisschen schonen will für das Spiel gegen Leverkusen. Vielleicht war er auch angeschlagen so ein bisschen, aber da ist zumindest nichts dazu gesagt worden. Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Ja, jetzt ist es genau der richtige Zeitpunkt, um nochmal genau zu meiner Frage von vorhin zu kommen. Denn wir spielen jetzt hier im DFB-Pokal. Natürlich ist das eine Situation, wo die Eintracht potenziell Geld verdienen kann. Geld, was sie dann normalerweise auch brauchen. Aber die Attraktivität des DFB-Pokals, hat die nicht unter den letzten Entscheidungen gelitten? Also bin ich der Einzige, der mittlerweile Probleme hat, diesen Spirit des DFB-Pokals irgendwie an sich zu reißen? So, jetzt aber schöne Aktion von der Eintracht. Meier passt nach außen. Meine Güte, durch da musst du jetzt das Ding auch mal machen. Nein, kein Elfmeter. Nein. Auf gar keinen Fall. Schwierig. Schade. Nach außen gespielt, dann der flache Pass rein, aber hat nicht zum Erfolg geführt. Also noch mal kurz zu meiner Frage. Der Spirit, mir fehlt der Spirit auch, Marvin. Ja. Ich muss echt sagen, mir geht es mega auf die Nüsse, dass du jetzt eigentlich dem Finalisten die Chance genommen hast, am Europacup teilzunehmen. Ja, es ist wirklich was, du hast völlig recht, das war definitiv nochmal ein Anreiz, wo du gedacht hast, na komm. Es ist aber auch so, jawohl. Und, jawohl. 1:1 Ausgleich und wer hat das Ding gemacht? Tabata. Der gute Tabata, ich freue mich sehr. Wer sonst? Wunderbar, da der läuft aber auch vollkommen frei da hinten im Rückraum daran. Mhm. Also Guck sehr, sehr schön. Gerade nochmal die Entstehung an. Jawohl. Genau. Im Chat der Bierernst. Take that, Emirates. Ja. Sehr, sehr geil. Chandler also richtig schön setzt gemacht. Sich dadurch. Also Chandler hat auch richtig gut eine Vorbereitung. Seferovic wieder auf Chandler. Zurück auf Chandler, ja, dann der Ball hoch
und reingeköpft das Ding. Da ist der Israeli. Aber guckt euch das an, der hat super, wirklich, ja, allen Platz da hinten. Sehr schön. Also so kann es weitergehen. Ja, das war sehr gut. Das war eine schnelle Reaktion, die war jetzt auch wichtig, um Hannover zu zeigen, dass es jetzt hier nicht so ein Wir-geben-auf-Ding wird. Mhm. Ja, sehr cool. Jetzt heißt es, das Ganze bestätigen und da noch einen nachlegen. Auf jeden Fall. Aber schön, wir haben gleich nachgesetzt, ne? Nicht jetzt irgendwie lang den Rückstand irgendwie nachgelaufen, sondern ein paar Minuten später schon einen Ausgleich gemacht. Jetzt ist es wieder ebenerdig. Jetzt müssen wir wieder sehen, ein Tor müssen wir jetzt noch erzielen, um in die nächste Runde zu kommen. Das sieht für mich überaus realistisch aus. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Feuer gefangen. Schöne Situation, aber auch mit einer der wenigen richtig guten Spielsituationen, die gleich zum Tor geführt haben. Und Rebic spielt jetzt irgendwo hin und keiner weiß genau, was das ist. Aber immerhin, er zeigt uns bei dieser Gelegenheit, dass er eine mittellange Unterhose anhat, die ihn vor kalten Temperaturen wärmt. Das ist doch auch schon mal was. So, weiter und der regelkonform Ball. In Farbe des Trikots und der Hose. So muss das sein. Muss nicht, ja, noch irgendwie, ja, nicht noch irgendwie den Namen des Unterhosensponsors mit reingezogen. So kann es sein. Ja, genau. Mhm. So, ich komme trotzdem nochmal zu meiner Generalkritik des DFB-Pokals zurück. Ja. Ich finde es im Endeffekt ein bisschen schade, dass natürlich muss der Sinn des Ganzen sein, das Ding gewinnen zu wollen und nicht, ja, ins Finale zu kommen. Aber trotzdem, bei einer Übermacht von zwei, drei Mannschaften, zumindest von einer ganz klaren, wenn du weißt, dass du gegen die Bayern im Finale spielst, dann sieht es in 99% der Fälle einfach nicht gut aus. Oh meine Güte, schwierige Situation. Gut gerettet von Hector, da muss man ihm auch mal ein Lob aussprechen. Tabata muss jetzt sehen, dass er den Ball schnell weiterspielt. Macht das auch. Otschipka hat den Ball jetzt, verliert ihn aber zu leichtfertig. Das ist nicht die richtige Situation. Da muss er wieder rankommen. Geht ran, genau mit, ich glaube, Rebic war es wieder. Ja. Er ist unglaublich präsent. Ein Spieler, der mir am heutigen Tage überaus gut gefällt. Ante Rebic, er will es uns hier beweisen. Er will zeigen, dass er über die Saison hinaus noch in Frankfurt spielt. Ich glaube, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die letzten Spiele von Ante Rebic dürften die besten Outings sein, die er seit vielen Jahren bei einem Profiverein hatte. Also das macht Mut und das lässt hoffen, dass er wirklich Feuer gefangen hat. Hier sehen wir nochmal die Situation, die zum 1:1 geführt hat. Das sieht auch der Torhüter. Autsch, das tut ganz schön weh. Wer ist denn der Torhüter momentan? Ist es der Herr Rattlinger? Ich glaube, der Herr Rattlinger steht im Tor. Ja, der Herr Rattlinger. Jetzt. Oh, jawoll. Und du sagst immer schon, jawoll, was ist denn hier los? Da sind wir doch nicht zeitlich. Also ich bin bei 65:17 jetzt. Ja, ich ja, auch. Ich bin ich ein bisschen auch schneller und in den Chat dürfte er gar nicht reingucken, dann hätte der schon von der Minute gewusst. Ja, das ist aber, ich bin trotzdem sehr erfreut, denn so, schauen wir uns doch mal schnell das Tor an, genau. Ja. Meier köpft. Der Hannoveraner köpft Seferovic an. Ja, und der macht es eiskalt. Eiskalt. Wow. Eiskalt auszunutzen. Herausragend gemacht. Ich freue mich sehr auch für den Seferovic, wenn der kleine Lux halt jetzt zu Benfica wechselt oder zumindest nach Lissabon. Das finde ich immer noch ein bisschen traurig, aber das hat er hier sehr schön gemacht. Hat er gut antizipiert, auch vorher die Situation wieder. Sehr gut, ja. Also auf jeden Fall. Ist natürlich auch Glück dabei, aber sehr, sehr gut. Also. Und jetzt direkt die Reaktion von ihm antreiben. Also der will da noch eins drauflegen. Ja. Sehr gut. So, und jetzt gucke ich mal diesen komischen Chat. Ha, Spaß. Ja. Okay, hier sind sie alle schon dick am Feiern. Aber jetzt aufpassen. Die Hannoveraner, die wollen jetzt eine Ecke haben. Die sie auch kriegen. Na gut. Ja, naja, jetzt muss ich auch erstmal kurz was schreiben und jetzt geht es sofort weiter. Wir waren eben bei einem Spiel, Seferovic hat das Tor gemacht, das war doch wirklich mal nett. Und wenn wir dann endlich diese Kinder uns gebracht haben, erzähle ich noch, wie es weitergeht. Bleiben Sie dran. So, ja, auf jeden Fall. Ja, so Ecke. Oh, was macht der? Meine Güte, da macht der gute Lukas Radetzky es ein wenig spannend. Alter, was ist denn mit dem los? Muss man hier ein bisschen chillen. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen geschrien habe. Ui, das war aber auch nicht schön. Oh, Baccalords, der Herr Baccalords, der alte Ex-Frankfurter. Ja, jetzt greift er sich alibimäßig ins Gesicht.
Na, das, der war auch schon zu seiner Hartes Einsteigen schön, gegen Rebic. Ganz schön fieser Friese, auf jeden Fall, da gibt's nichts. Und hier sieht man aber auch, warum hält ja, er sich der da jetzt das Gesicht? Also. Ach, so ein Bullshit. Bakalotz ist halt auch kein Kind von Traurigkeit, das haben alle Leute mit dem Namen Marvin schon in sich. Ja, ja. Daran liegt ja, das. Ja. Ach, ein bisschen ja, Nasenblut. Daran liegt das. Ja, ach, Nasenblut ist also froh sein, dass er überhaupt noch die Nase im Kopf hat. Also, Seferovic hier über die Klinge springen lassen. Fiese Situation, aber ich glaube, unser guter Sefer hat sich da nichts getan. Wir wechseln jetzt aus, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Das und müsste ja, es ist auf jeden Fall neuer sein, geht genau. Raus ja. Und Gacinovic geht rein. Raus und wow. Gacinovic rein. Ein interessanter Wechsel, ich denke, gar kein so schlechter. Besuschkow mit einem ersten ordentlichen Outing, würde ich sagen. Hannover muss ja jetzt auch aufmachen, dementsprechend viel Platz für Gacinovic, gefällt mir guter Wechsel auf jeden Fall. Ja, ist halt jetzt auch so ein bisschen spannend, bleibt er jetzt eher in der Mitte, wo er mir ja bis jetzt nicht so gut gefallen hat, wenn er die Position gespielt hat, oder geht er halt dann auch mehr auf die Außen, und dann hast du halt in der Mitte vielleicht relativ große Lücken nachher. Ja, und jetzt beantworte ich ja nochmal meine Frage, denn ich habe ja, extra also. Besuschkow so fragend nach oben gezogen. Also was meint ihr, Besuschkow, erster Auftritt, Startelf-Auftritt, war doch in Ordnung, ne? War okay. Für mich absolut in Ordnung. Man muss aber bedenken, ja. Der Kerl ist noch verdammt jung und der muss sich ja jetzt auch jetzt in der Mannschaft noch so ein bisschen einfinden. Mhm. Aber man hat schon gesehen, dass da ein gewisses Talent in ihm steckt und dass es durchaus Gründe gibt, warum man ihn verpflichtet hat. Also von daher für mich ja, erstmal okay. In Ordnung, ne? Ja. Völlig wenn man in Ordnung, überlegt, ja. Wenn man überlegt, du hast in dem Alter wahrscheinlich gerade mal deinen Schwarz-Weiß-Fernseher verkauft, ne? Also so. Du meinst jetzt einen Dennis? Ja, einen Dennis. Selbstverständlich, wen sonst, ja. Ja. Nun gut, weiter geht's. Die Eintracht jetzt mit 2-1 in Führung, aber defensiv sieht man das immer noch nicht so ganz. Oh, das ist ja schon. Einige riskante Pässe. Die Hannoveraner sind natürlich ganz schön stark am Pressen. Das gibt natürlich. Aber gute Lücken den jetzt Raum. Eigentlich, ja. Ja, genau. Das ist halt das Gute. Es gibt diese Lücken. Sich wieder gut man durch. Seite wechseln. Einmal mehr durch, passt auf die Seite zu Tabata. Tabata muss jetzt die Flanke kommen mit dem Ding rein und. Oh, gefährlich, gefährlich. Gacinovic gleich mit seiner ersten Aktion im Kopfball aktiv gewesen. Leider nicht zum Erfolg geführt. So, jetzt wieder der Aufbau nach über hinten. Hector spielt den Ball ins Mittelfeld, rechts raus. So, wieder intercepted, um jetzt mal beim jetzt Football viel zu viele zu Fehlpässe. Genau, jetzt sind wir wieder balllos. Die Hannoveraner können jetzt den Neuaufbau beginnen. Ärgerliche Situation. Also, aber ordentliches Tempo hat das Spiel jetzt wieder aufgenommen. Das also ist hat tief. Auf da sind Fall, viele ja. Schnelle Leute auf dem Feld. Ich habe das Gefühl, dass Hector jetzt vermehrt in Probleme bringt, weil er mit der Geschwindigkeit nicht so ganz klarkommt. Ja. Ja, das, also das sehe ich ähnlich. Das ist eine gute Beobachtung deinerseits. Man Vielen merkt Dank. Natürlich, dass Hannover hier auch vor der Saison ihren Kader dementsprechend so zusammengestellt hat, um möglichst schnelle Spieler zu verpflichten, um die traditionell langsameren Innenverteidiger in der zweiten Liga vor Probleme zu stellen. Und dummerweise ist Hector halt auch nicht der schnellste aller Spieler. Deswegen sieht es auch bei uns ein bisschen unglücklich aus. Da muss Hector sehen, dass er die Sicherheit reinbekommt, und zusätzlich spielt er mir ganz schön riskante Pässe, wenn ich ehrlich bin. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Der Chat sagt übrigens, dass Twitter sagt, dass der Abraham leichte Oberschenkelprobleme hat und deswegen ausgewechselt wurde. Okay. Du, siehst du mal, wir haben hier das duale Medium am Start, das uns jetzt hier diese Information liefert. Wollen wir hoffen, dass Abraham am Wochenende wieder fit ist? Und jetzt genau. Ist erstmal jemand frustriert, bekommt aber keinen Freistoß, wenn ich das richtig gesehen habe, der 37er. Ja, okay. Ja, der Chat fordert übrigens auch, dass der Marvin in Zukunft die Standard-Moderatoren-Option für Eintracht-Spiele ist. Ja, das mag. Aber leider geben mir, glaube ich, kein Geld dafür. Ja. Kriegst halt Ruhm und Ehre. Genau. Ich bekomme wahrscheinlich Ruhm und Ehre oder sowas, ja. Vielleicht bekommst du auch Ruhm und Ehre, wer weiß. Ja, das meine ich. Also insofern bin ja durchaus flexibel, können machen, was ihr wollt. Günstig zu halten, Marvin, ja. Alter, wenn ich rumtrinke, werde ich, glaube ich, immer aggressiv, sollte man lieber nicht machen. Ne, war das könnte rum? Das Spiel mit zunehmender Verlauf interessant werden. Was ist ja, das ich hatte, Ich hatte ja früher von einem guten Freund von mir, den kennt der Dennis und ich, von Manuel, habe ich immer Jackie-Verbot gehabt, weil ich irgendwann mal früher
vor langer Zeit, das ist ja mittlerweile schon echt lange her, dann immer rumgepöbelt habe, wenn ich Jackie Cola getrunken habe. Dann hat mir mein bester Freund Manuel dann irgendwann ein Jackie Cola-Verbot gegeben und das habe ich eigentlich bis heute aufrechterhalten. Und seitdem bin sehr löblich. Ja, einigermaßen akzeptabler Zeitgenosse, ja. Oje, oje. Jackie Cola, ja. Naja, und jetzt bin ich wieder auf dem Pfad der Tugend und habe gerade ein Wasser getrunken, nachdem dieser Haselnussgehalt ziemlich gut war. Ich kann den Haselnussgeist echt empfehlen. Ich bin jetzt nicht hier so eine Dauerwerbemaschine wie der Basti und fange jetzt mit irgendeinem komischen Glaskuchen an. Deswegen nenne ich auch den Namen jetzt nicht, aber es war echt lecker. So, weiter geht's. Was dickes oder sowas? Hast du das nicht vorhin schon mal gesagt? Vater, ja. Da war mir der Wunschvater des Gedanken. Dirka heißt er. Dirka, ja. Warst aber nah dran, Dennis. Dickes. Naja, ich will jetzt nicht darauf rumreiten. So, jetzt wieder zum Spiel zurück. Sehr schön gemacht von Tabata, mit dem Kopf an der richtigen Stelle gewesen. Ja, die Abwehrspieler wieder unter Druck gesetzt. Also die sind auch nicht so wirklich sicher von Hannover aktuell. Das kommt uns zugute. Meier muss sehen, dass er sehr das Ding sehr guter Druck, ja. Schade, hat er schade, gut schade gemacht, aber er, der kleine Lux hat die Hand anscheinend benutzt und dementsprechend wurde es abgepfiffen. Übrigens, im Tor der Hannoveraner, ne, der Mensch hieß ja früher nur Samuel Radlinger. Ne? Aber er hat ja jetzt einen Doppelnamen. Ne? Shahin Radlinger. Wisst ihr warum? Sag an. Sprich? Der hat die Sina Shahin geheiratet. Kennt ihr die? Ah, okay. Mhm. Ja, nee. Die hat früher mal, glaube ich, bei GZSZ irgendwas gemacht. Ach, Sheila Shahin heißt sie, genau. Sheila. Mhm. Sheila Shahin und hat irgendwie dann auch Filme gemacht und ich glaube irgendwie noch was anderes oder so. Also es ist jetzt so, ich würde mal sagen, so ein deutscher B-Promi. Und, ach genau, war auch mal ein Playboy. sag ich jetzt einfach nur so. Ja, es ist halt, es ist ein Fakt. Nebeninformation mal wieder, das war das Erste, was dir in den Kopf gekommen ist wahrscheinlich. Hier fährt diese aus erster Quelle. Und sie hat, nein, viel wichtiger ist, dass sie bei Lizenz mitgemacht hat und den Bravo Otto bekommen hat. Also insofern. Das ist natürlich besser als der Sportjournalistenpreis. Ja, genau, ich denke, auf jeden Fall. Ist erstaunlich alt eigentlich schon. Ah, ja, gut, egal. Ja, auf jeden Fall, sie sind jetzt zusammen und weil sie anscheinend berühmter ist als er, hat er einen Doppelnamen angenommen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ist ja modern, macht man ja heute so. Und jetzt hat die Eintracht einen erstaunlich erfolglosen Freistoß wieder geschossen. Manchmal weiß man auch nicht, ob die überhaupt diese Sachen lernen. Ich glaube nicht, aber ich empfehle euch dringend, allen, die jetzt hier live zuhören, auf jeden Fall zu dieser Diskussion sich den Chatverlauf durchzulesen. Liegt ihr lachend unterm Tisch. Es ist grandios. So, auch nochmal ein Uhrenabgleich. 74,50 sind wir aktuell. 52, 53, 54, 55. Sehr gut. Also ich bin immer eine Sekunde hinten zum René, aber weil ich ja sonst gedanklich eine Nummer vorne bin, passt es jetzt schon wieder. Alter. Schatz feiert, Brudi, Schatz feiert. Ja, das ist... Ja, da kommt wieder der Bruder Übermut, ja, und wenn ja nur gerade hier... Trink noch so einen dicken da. Ja. Wir haben vor der Sendung vertraglich ausgemacht, dass du alles unwiderruflich löschen musst. Ja, ansonsten kommt das BKA vorbei. Ein Teufel werde ich tun. Ja, das haben wir schon gedacht. Aber ganz ehrlich, das kann doch hier sich keiner irgendwie runterladen nachträglich noch. Diese 90 Minuten, sogar noch mehr als 90 Minuten Geplapper. Ja, musst du echt Kuchenwahnsinn. Völliger Wahnsinn. Ja, wir schreiben. Ja, jetzt kommt aber die Flanke hin. Ach. Hannover ist jetzt gar nicht so genau gewesen. Lukas Radetzky lässt endlich mal wieder nicht abprallen, hat den Ball sicher. Wir haben noch circa, ja, ich würde sagen 17 Minuten, also sagen wir mal 3 Minuten Nachspielzeit. Aber Hannover will einen Doppelwechsel veranstalten, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Sowohl die 9 als auch die 24 machen sich jetzt warm. Wer jetzt nach Namen giert, der soll bei Kicker gucken. Ich kenne ihn nicht alle auswendig. Sobald ich Geld dafür bekomme, haben die nicht schon mal gewechselt? Also sind das jetzt die beiden letzten, viermal wechseln dürfen wir ja. Aber nur in der Verlängerung, oder? Stimmt, das war, vierter Wechsel war in der Verlängerung, ja. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, René, hast du den vierten Wechsel schon bei deinem FIFA-Spiel gemacht? Hast du das schon genutzt, diese Option? Nein. Nein, okay. Das war jetzt relativ, meine Frage war wesentlich toller als deine Antwort. Also, Entschuldigung.
Ja, ist kein Problem. Kein Problem. Aber spielst du denn noch so regelmäßig? Da können wir jetzt immer so ein bisschen deinen anderen Kanal mal anteasen. Geht da jetzt noch was? Ich komme in letzter Zeit wirklich überhaupt nicht dazu. Das ist warum hast du eigentlich. Da musst du einfach deinen Job kündigen und dann. Urlaub nehmen oder kündigen. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir mit Dennis damals auch empfohlen und er hat es auch nicht umgesetzt. Also von daher. Ja, gut, aber das hat er, aber das hat er sich trotzdem jetzt vorgenommen. Also wenn wir international dann wird auf jeden Fall, der Job gekündigt, definitiv, weil sonst wäre das einfach zu, ist man zu wenig flexibel, ja. Und in diesen, das zumindest wenn es Champions League sind, drei Spiele wird man auf jeden Fall, drei Auswärtsspiele wird man auf jeden Fall mitmachen, ne? Auf jeden Fall. Ist auch total geil, dass wir jetzt schon über die Champions League sprechen, nach irgendwie ein bisschen sind mehr schon als 19 der Spieltage. Spiele. Ja, ja, immerhin, ja, ist recht, ja, ist richtig. Also was hatten wir so jetzt hier für Wechsel? Wir hatten einmal Karaman, der Füll reingekommen ist. Und Füllkrug, ja. Niklas Füllkrug, ja. Guter, okay. Guter Mann eigentlich. Wundert mich auch, dass der nicht so häufig bei Hannover spielt. Aber du merkst, in der Offensive ist es ganz gut besetzt. Sie haben halt sehr, sehr schnelle Spiele. Und Füllkrug ist auch nicht der langsamste, aber da gibt es halt andere. Dafür hat er eigentlich einen ganz guten Torriecher. Ich hoffe, dass er das gegen die Eintracht nicht noch unter Beweis stellt. Die Eintracht jetzt ihrerseits im Angriff, bekommt auch das Foul zugesprochen. Man merkt halt, ich glaube, es war Gacinovic, der jetzt mit neuer Schnelligkeit hier das Spiel der Eintracht ein bisschen aufwirbelt. Das gefällt mir gleich gut. Ist halt toll, dass du solche Spiele auf der Ersatzbank hast, die du so dann später es noch bringen kannst. Das ist natürlich ja ein Gewinn. Und ich habe das Gefühl, dass die Eintracht so in den letzten 3-4 Minuten, sagen wir mal 5-6 Minuten, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, hier ein bisschen für Sicherheit gesorgt hat und das Spiel aktuell gut verwaltet. Ja, die Abwehr ist immer noch ein bisschen wackelig. Es gefällt mir immer noch nicht ganz so, aber ich glaube, da werden wir auch heute auf keinen solche grünen Pässe dürfen halt nicht kommen. Passieren. Das ist genau der Punkt. Du musst halt mit mehr Präzision spielen. So, jetzt wieder zurück zu Tabata. Tabata ist ein unglaublich schneller Spieler. Flankt jetzt nicht, sondern wollte flach ins Nirgendwo schießen. Ecke. Genau, und hat genau das gemacht, was er eigentlich machen wollte, so wie es aussah. Und zwar zur Ecke eine Chance bereitet. Ist das jetzt richtig? Ja, genau. Ja, natürlich. Alles gut, jetzt sehen ja wir die Nahaufnahme von Samuel Radlinger Shahin. Das ist ein schöner Mann. Dann kannst du den Namen noch dreimal schnell bitte hintereinander sagen? Samuel Radler. Da! Ja, aber da war auch so ein bisschen der Wunschvater des Gedanken, weil ich vorhin einen Radler in meinem Kühlschrank gesehen habe, was ich lustvoll trotzdem wieder beiseite gestellt habe. Oh. So, jetzt. Jetzt geht's weiter, Rebic. Rebic mit dem Ball und schön direkt abgenommen Seferovic, von ja. Seferovic. Leider ins Nirgendwo. Das leider im Field Goal. Ja, da muss er, ja, da muss er den Meier dran lassen, der kann sowas. Das ist richtig, aber man merkt halt schon, die Frankfurt Galaxy ist gar nicht so hochklassig, wie viele Spieler sich hier mittlerweile dafür bewerben. Vielleicht sollte die Eintracht doch wieder so eine Football-Dépendance aufbauen, da wären einige direkt im Wechsel inbegriffen. Naja, gut. Schauen wir weiter, wie es geht. Wir haben noch circa 3. Aber wir machen gut Druck, wir laufen gut an. Hannover kommt ja aktuell nicht mehr ins Spiel, das ist sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wir geben halt auch nicht auf. Also viele Mannschaften hätten wahrscheinlich jetzt auch gesagt, von wegen, lasst uns über die Zeit retten, das kann es halt nicht bringen. Eieiei, aber da wird von beiseite gegrätscht. Jetzt müssen wir aufpassen. Angriff der Hannoveraner. Sehr gut unterbunden. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr schön. Und wir bekommen Freistoß für uns zugepfiffen. Wer war es denn gewesen? Das müssen wir sehen. Karaman auf jeden Fall mit dem Mascarell, Foul. Ja, genau. Mascarell sieht auch nicht ganz so gut aus, wenn ich das ehrlich sehe. Wir gucken mal hier genau, woran lag es denn? Oh, ja, böse Situation. Das linke Knie ist hier mit Mitleidenschaft gezogen worden von Karaman. Aber er läuft schon wieder sehr gut. Ja, also aber auf jeden Fall, beim Karaman ist noch alles dran. Ja, beim Mascarell sieht es immer noch ein bisschen schwierig aus, aber ich hoffe, dass er über die komplette Distanz gehen kann. Und überlasse euch jetzt mal kurz das Feld, weil ich wieder den Chat nachlese. Aha. Ja, ihr könnt auch mal wieder was sagen, nachdem ich jetzt hier die ganze Na Zeit... Na gut. Und du machst es halt so gut. Ja, es hat mir gut gefallen. Ja. Ah. Eintracht Football, super Idee. Siehst du, ich merke schon, das war ja auch immer ganz gut. Naja, aber Leute, seien wir doch mal ehrlich, das war immer ganz nett. Ich meine, wir waren ja immer bei der Frankfurt Galaxy, haben uns zeitweise immer angeschaut. Stimmt. Ich weiß,
Ich weiß, in eurem jugendlichen Leichtsinn wart ihr damals schon vor Anpfiff des Spiels schon ratzenvoll. Ja, aber es war trotzdem, hat eine eigene Motivation gehabt, da hinzugehen. Aber es war ja trotzdem interessant, wenn das halbe Stadion tief ins Go gerufen hat. Keiner hat Ahnung gehabt, wie man das überhaupt schreibt. Aber hey, es war trotzdem, es war Entertainment-Sport. Für die Eintracht natürlich auch gar keine so schlechte Idee, wenn man sich das einigermaßen finanziell leisten kann. Gut, war aber super. Jetzt wieder zurück zum Spiel. Interessante Flanke, die zum Glück zum Gegner ging. Die Eintracht hat jetzt den Ball gehabt. Aber abgepfiffen, die Hannoveraner... Füllkrugs erste Aktion gar nicht so schlecht, ja. Nö, hat aber eine schickere Frise, als er eben Fußball gespielt hat. 82. Minute, wir haben jetzt noch Ball. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir auf Zeit spielen können, aber wir müssen jetzt mal sehen, dass wir den einen oder anderen Angriff nochmal schön ausspielen und dann den Deckel drauf machen. Das wird mir ganz gut gefallen. So, Abstoß ins Nirgendwo von... dem guten Herr Radetzky, das heißt, die Hannoveraner sind im Spielaufbau, passen ihrerseits zurück. Aber wir sind noch fit, konditionell passt, wir laufen noch gut an, das ist in Ordnung. Da sehe ich ernsthaft gar keine Probleme. Ich bin sehr, sehr angetan von der Laufleistung der Frankfurter Eintracht, auch am heutigen Tag wieder. Das ist mit das Positivste, du merkst, die Jungs können gehen und sind nicht übermüdet, trotz der Tatsache, dass sie am Samstag ein Spiel gehabt haben. So, jetzt müssen wir aber wieder rangehen. Hohe Flanke. Gut geklärt, wir Hasebe. Gut dagegen. Hasebe ist dran, passt den Ball aber seinerseits ins Aus. Das ist natürlich. Nächster Wechsel. Genau, nächster Wechsel. Ja, der Mann mit den schönen blond gefärbten Haaren geht raus. Felix Klaus, Sebastian dafür Mayer kommt der rein. Das Klaus sind raus, noch, Mayer rein. Okay. Das sind noch Namen, wie die AfD sie mag. Ja, sehr schön. Ja, gut, also ich meine. Hat der Tobak hier. Naja, zum Glück ist ja Hannover nicht AfD unterwandert, insofern ist das alles ganz gut. Ich übergehe das jetzt einfach, diese kurzzeitige Gesellschaftskritik, ja, weil ich meine, liest ja mittlerweile, dieser Tage viel von diesen komischen blauen Hakenfutzis, ja, richtig. Ja, wirklich nicht. Nee, das nicht, aber schnell ist Gacinovic verliert aber seinerseits wieder den Ball zur 6, passt, holt ihn sich aber zurück, trotzdem Einwurf für die Hannoveraner, jetzt die 10 mit dem am Ball. Ja, die AfD ja übrigens auch in Hannover gar nicht so unterrepräsentiert. Also auch da lohnt es sich, das ein oder andere Mal aufzupassen, wenngleich ich momentan das Gefühl habe, dass der Schulz-Express alle populistischen Strömungen ein bisschen runterdrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt. Ich denke ja bei Schulz-Express immer an den Lex-Express. Lex Luger. Natürlich an Lex Luger. Es muss an Lex Luger gedacht werden. Der Lex-Express, damals der größte Fehler der WWE in den frühen 90ern. Siehst du mal, wie ich ganz knallhart hier die Brücke von der AfD zur WWE schlage. Meine Güte, so geht es hier rund. Aber was mir dann letztens gesagt wurde, das Guido-Mobil geriet vollkommen in Vergessenheit. Auch so ein politischer Interesse irgendwann. Guido-Mobil. Wo dann, glaube ich, die 18% angepeilt wurden. Am Ende waren wir, glaube ich, bei 6, 7 oder was weiß ich. Ja, immerhin. Irgendwie sowas. Gab es da nicht auch damals irgendwie eine Geschichte hier vom... Schöner Pass jetzt hier. Ah, Gacinovic verliert aber den Ball. Auch übrigens fair gemacht. Sehr gute Situation des Hannoveraner Innenverteidigers. Nicht schlecht. Trotzdem gute Chance für uns. Jetzt zurück natürlich zur hohen Politik mit René Kurfürst. Gab es nicht damals auch irgendwie so eine Aktion mit dem Scharping, der dann irgendwie mit dem Fahrrad durch die Walachei getingelt ist? Oh ja, das stimmt. Stimmt. Aber da beim Scharping habe ich aber ehrlich gesagt nur seine komische Aussprache im Kopf behalten und sonst nicht viel. Außerdem war er ja mit einer Fürstin zusammen und hat dann zeitweise in Frankfurt gelebt. Also, So, das ist natürlich eine herausragend schlechte Situation von der Eintracht. Meine Güte, was war da los mit... Was war da los mit Hasebe? Wie kann er den Ball so vertändeln? Das sieht mir eher deutlich unsicher aus. Also das war natürlich jetzt nichts. Ne? Also da haben wir Glück gehabt, dass die Hannoveraner das nicht ausnutzen konnten, aber wie Hasebe den Ball... Also wir sind uns definitiv einig, dass die Defensive heute sehr ausbaufähig ist. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also ist überhaupt nicht sicher. Jetzt hakt bei mir hier mittlerweile auch alles, deswegen redet ihr mal ganz kurz. Wir bekommen leider heute nicht wirklich in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit das hin, mal einen ruhigen Ball bis vors Tor zu bringen. Das ist ein bisschen schade, dass gerade so der letzte Pass fehlt komplett.
Du überbrückst teilweise mit langen Bällen das Mittelfeld und vorne die Bälle kommen nicht an. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Also du könntest halt jetzt einfach auch mal versuchen, das Ding so ein bisschen runter zu kochen, indem du jetzt einfach mal Hannover laufen lässt. Ja, ja, die genau. Einfach mal schön genau. So von links nach rechts über sichere Platz schicken, Pässe. Sichere Pässe, die ein bisschen Sicherheit bringen, warten, bis die Spieler in Position gelaufen sind, um dann halt einfach auch mit dem Steilpass da in die Spitze zu gehen. Also ich finde, wir sind momentan da jetzt ein bisschen kopflos, ja. Ja, so ein bisschen hektisch halt auch. Also wir lassen ja, uns genau. von der Hektik, die Hannover da verbreitet, halt einfach auch mit anstecken. Ja. Das ist richtig. Stimmt. Das ist richtig. So, jetzt hat Hannover wieder den Ball. Samuel Radlinger-Schahin spielt den Ball weit in die Hälfte der Frankfurter Eintracht. Aber ich denke mal ans Radler. Ja, aber wir haben die so 87. Minute. Jawohl. Sinnlos wieder zurückzuspielen, ja. Das ist wenig konstruktiv. Du merkst halt, Hannoveraner weit nach vorne gerückt, wollen der Eintracht natürlich jetzt irgendwie das Leben noch schwer machen. Lukas Radetzky mit der Tawata reinzubringen. Mit dem Fehlpass Schmiedebach setzt ran. Die Nummer 10, der Hannoveraner verteilt den Ball weiter. Du merkst, es ist deutliches Pressing jetzt von Hannoveraner Seite. Die wollen hier den Ausgleich machen und die Eintracht hält dagegen, muss dagegen halten für die letzten verbleibenden circa 6 Minuten in diesem Spiel. Das wäre eine lohnende Situation. Und jetzt mal ein guter Konter, nein, Umklammerung zu befreien. Gacinovic kommt nicht dran, da war der Pass deutlich zu ungenau. Jetzt wieder Einwurf aus Hannoveraner Sicht. Ja, diese leider kommen momentan nicht mal die kurzen Pässe an. Nein, kommt gar nichts an. Durchaus schlecht. Jetzt wieder gefährlich, die Hannoveraner gefährlich. Gefährliche Situation. Herausragend gehalten von Lukas Radetzky. Meine Güte, das war eine gefährliche Situation von Niklas Füllkrug. Meine Güte. Aber war das hat nicht er schlecht. Gut gehalten, ja. Hat Radetzky auch ein bisschen Glück gehabt, dass er ihm nicht über die Fäuste noch gesprungen ist, ja. Ja. So, schwierige Situation jetzt. Eckball, Hannover 96. Gefährliche Zeit. Ja. Jetzt müssen jetzt wir sehen. 2 Minuten der regulären Zeit. Jetzt müssten wir wirklich einfach mal gucken, dass wir auch ein bisschen Zeitspiel betreiben. Ja, da hinten setzt sich jetzt einer nochmal hin. Radetzky schmeißt das Ding jetzt ins Aus. Da geht die Minute weg. Ist natürlich eine fuchsige Situation. Sieht der Schiedsrichter nicht gerne. Aber man muss natürlich gucken, was dann das Problem ist. So. Ah, Chandler, okay. Chandler ist schon sauer, ist schon ein bisschen wütend jetzt hier. macht sich ein bisschen Luft, ja. Ja, Chandler, der kleine. Was Enten-Popo. War denn passiert? Okay. So, währenddessen war gar nicht gucken, beteiligt. Gucken wir auf das andere Spiel. Das ja, war die Aktion. Ja, wird da ein bisschen geschoben. Und naja, doch, wird ganz klar geschoben. Hier, also das muss ich schon sagen, wurde ganz klar geschoben. Jetzt aber egal, es gibt Freistoß. Gefährliche Freistoßsituation, ja. Was da? Gefährlicher Position. Legerei! Ja, jetzt hier noch Rudelbildung. Meine Güte, bleibt mal cool. Das bringt uns doch allen gar nichts. Es ist zwar eine ausreichende. Oh, da kommt keine der Terminator. Karten fürs nächste Spiel. Was? So, jetzt ein bisschen. Rebic haut den Ball erstmal weg. Beste Situation des Abends. Nimmt ihn sich, damit noch mehr Zeit benötigt, den Ball wieder zurückzuholen. Sehr klug gemacht. Jetzt wird Karten verteilt. Füllkrug und wer noch? Oh, ja, also Rebic muss da mal weggehen. Der hat damit gar nichts verloren. Ich glaube. Ja, aber gut, wir hatten bisher Hasebe? Ja noch. Hasebe? Nee, Mascarell. Hatten wir bisher schon eine Karte? Mascarell? Nee, glaube ich noch keine. Nee, Mascarell und Füllkrug beide mit gelber Karte bestraft. Aber das gefährliche heißt, Situation für den Freistoß. Also auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, die haben durchaus Freistoßschützen, die das Ding einigermaßen, die Kugel hier einigermaßen kicken können. So, jetzt sind wir schon bei 90 plus 25. Ja, es wird circa 4-5 Minuten Nachspielzeit geben, schätze ich mal. Ja, heikle Situation. Jetzt heißt es abwarten. Bin so ein bisschen zitterig, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke auch nicht in den Chat, da ist wahrscheinlich alles schon gelaufen. Da ist schon durch wahrscheinlich, ja. Haben Sie den Ball denn mittlerweile wiedergefunden? Ja, der liegt da, okay. Da ist muss okay, die Position nochmal ein bisschen geklärt werden. Position, ja. Noch eine Runde mit dem Linienrichter diskutieren. Okay. Gibt es hier denn eigentlich kein Freistoßspray? Vielleicht war es alle. Leisten.
Das ist leider so ein unattraktiver Wettbewerb geworden, Marvin. Mhm. Hat mir leider das Freistoßspray, hat mir leider wegkratzt. Das kann man sich nicht mehr leisten. Ja, okay, also es war halt schon ein klarer. Da gibt es nichts, das war ein klarer. Dumme Situation. Freistoß. Sané hier ganz klar gelegt, gut gesehen vom Schiedsrichter, da muss man das mal so sagen, wie es ist. Und jetzt halt der Freistoß. Die Mann, aber ganz schön lang hin. Also, wie jetzt hier. Wir sehen jetzt anderthalb Minuten Leute, drüber. Der schießt halt einfach. Ich glaube, die Mauer wird noch nicht mal gestellt. Ja. Da ist dein Freistoßspray. So, da ist das berühmte Freistoßspray. Diesmal da ist sogar das Ding. An den langen. Ja, wenn das Ding jetzt reingeht, dann kriege ich hier echt die Krise. Ja, geht mir auch so ein bisschen am Sack. So. Ah, es ist schon weit. Es ist doch weiter, als ich gedacht hätte. Aber ja, es ist schon relativ weit. Sehr gut. Der Anlauf. Sehr gut. Ja, und dann sagst du mir noch sehr gut, während ich noch die spannungsgeladene Situation hier vor meinen Augen habe. Entschuldigung. Mann. Nein, es ist in Ordnung. Ich toleriere das, wenn das ein positiv ist. So, wir wechseln nochmal. Wir wechseln. Dani Rebic Blum kommt raus. Rein. Für Rebic, genau. Das dauert jetzt auch nochmal eine Minute. Der in den letzten Wochen sehr, sehr gut trainiert hat, hat sich deutlich präsentiert und scheint immer mehr zu einer Option zu werden für die nächsten Wochen. Dani Blum, ich würde mich freuen. Er war ja für mich erst so ein Transfer, bei dem ich nicht ganz verstanden habe, warum er zu Eintracht gekommen ist. So, jetzt kommt er für Rebic. Rebic mit einem herausragend guten Spiel. Ich denke, das kann man heute mal so sagen. Ordentlich auf jeden Fall, ja. Viel gewirbelt. Dementsprechend wird er auch von allen abgeklatscht, die nicht bis drei auf dem Baum sind. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Minuten Nachspielzeit es noch gibt. Ich habe jetzt überhaupt gar nichts gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich glaube, aber es waren wahrscheinlich fünf Minuten. Fünf Minuten? Ja. Weiß ich nicht. Ja, gut, in der Regel sind das immer. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Komm, jetzt macht mal nach rechts außen. Sehr schön. Und jetzt. Da kommt ein Pass ins Nirgendwo. Vom Körper einsetzen, Dani Blum. Ist doch nicht zu fassen. Dani Blum wieder zurück. Komm. Jetzt die letzten Minuten hier nochmal ein bisschen Gas geben. Sehr schön mit dem. Eieiei, was ist denn da? Hector. Wieder faul gepfiffen von Hector. Naja, hohes Bein, das würde ich mal anzweifeln. Und wieder faul. Für Hannover 96. Samuel Radlinger, Schein. Jetzt auch dabei. Jetzt müssen wir sehen. Letzter Freistoß. Vielleicht. So, kommt von Edgar Prepo rein. Kopfball wegköpfen. Sehr gut. Nachsetzen. Toll, immer noch da in der Mitte. Jetzt müssen wir nachsetzen. Sehr gut. Eieiei. Sehr gut. Schwierige Situation jetzt. Jetzt müssen wir den weghauen. Sehr gut. Einfach nur den Ball weghauen. Der Schiedsrichter guckt schon auf die Uhr. Ich bin gespannt, wie lange es noch geht. Einige Sekunden vielleicht noch. Der Torhüter hat sich wieder nach hinten verzogen. Jetzt nochmal Einwurf. Nein, das war niemals ein Foul. Heul nicht rum wegen so einer Scheiße. Du lässt dich da reinfallen und es gibt... Elfmeter. Es gibt den Elfmeter. Es ist nicht zu fassen. Meine Güte. Was ist denn hier los? Ever. Also, doch, ich glaube, wirklich sehr, sehr ungeschickt angestellt. Ich glaube nicht. Aus dem Laufbild hätte ich sogar gesagt, leider ja. Ich glaube nicht. Der ist so in diesen Ball gefallen, das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Also da jetzt noch ein Elfmeter, nein. Der war das Hector oder so, oder? Ja, oje. Das gibt's nicht. Jetzt kommt die Wiederholung. Wir schauen uns nochmal an, vielleicht haben wir falsch gelegen. So. Ja. Hector, ja, okay. Mascarell ist es. Mascarell war es. Das war zu ungestüm. Okay, ich nehme alles zurück. Der das war eine jetzt blöde auch, Situation. Oder? Ja, gut, kommt drauf an, ob der hat doch gerade eben gelb gekriegt. Ja, hat gerade gelb bekommen. Ja. Oh, sehr, sehr bittere Situation in der Nachspielzeit. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel werden nachgepfiffen worden. Nachspielzeit, keine Ahnung. Wahrscheinlich 5 Minuten. Das muss jetzt im Zweifelsfall die letzte Aktion sein, ja, aber Schön die Verlängerung. Also da kann Radetzky sich jetzt aber auch hier zum Gott schlechthin machen, wenn er das Ding jetzt hält. Ja, das ist... Ach du Scheiße, das geht mir ja mega auf die Nüsse. Das muss und jetzt echt nicht sein, ich hatte mich schon gefreut. Sané tritt an, ein sehr sicherer... Ich glaube, es ist Sané, ne? Wenn ja, ist Sané. Sané ist ein Sané sehr, sein, sehr sicher... Ja! Sehr, sehr sicher. Ja, und du... Ach du Scheiße. Du Wahnsinn. Hier schon mit deinen... Entschuldigung. Jetzt Wahnsinn. Jetzt ja. Die Sache hier mal gegessen. Meine Güte, wir haben uns gerettet. Juppdi Ding Dong, dann haben wir es in den letzten Minuten wieder geschafft. Du lieber Gott. Elfmetersituation... Diese Elfmetersituation im DFB-Pokal scheinen eine Sache für die Frankfurter Eintracht zu sein. Wow, sei es auf Meterschießen oder so.
Ja, würde ich sagen. Boah, ja, sehr geil. Nummer. Also den Elfmeter und die Entstehung hätte ich jetzt gerne nochmal in der Wiederholung. Also ich glaube, es waren berechtigte Elfmeter, es waren aber berechtigte auch Elfmeter. Sehr gut gehalten. Da kommt jetzt mal die Wiederholung vom Elfmeter an sich. Gut. Ja, der ist so halb hoch geschossen. Ja, aber gut, also Radetzky dankbar für den Torwart. Guckt ja. sich die Ecke halt auch aus. Also der war in der Tat schwach geschossen, aber dass die Eintracht hier trotzdem noch eine Runde weiter ist, in der letzten Minute sich den Sieg nicht mehr hat nehmen lassen, das ist natürlich auch eine gewisse Qualität. Sehr, sehr gut. Bisschen unglücklich für Hannover. Die haben ja einen definitiv berechtigten Elfmeter bekommen, aber sie haben die Chance gehabt, haben sie nicht genutzt. Und das heißt, die Eintracht ist in der nächsten Runde. Ich freue mich auf die nächsten Gegner. Ja, sehr geil. Viertelfinale. Schon nicht schlecht. 1,2 Millionen eingestrichen. Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich für die nächste Saison und für unseren Etat natürlich eine herausragende Situation, ne? Denn auch in der nächsten Saison müssen wir wieder sehen, wo bekommen wir unsere Spieler her, mit welchem Geld können wir sie finanzieren, und da ist natürlich jede Runde weiter nicht so verkehrt, ne? Ich muss mich mal ganz kurz ausschalten, ich bin sofort wieder bei euch. Ja, Dortmund, gut. Hertha in der Verlängerung, da stand es zum Ende der regulären Spielzeit 1-1. Wann ist ja jetzt eigentlich die Auslosung für die nächste Runde? Entweder heute noch. Meine Damen und Herren im Chat, Sie wissen das doch bestimmt. Ich glaube heute, oder? Glaubst heute? Am Wochenende. Termine? Könnte es auch sein, am Samstag. Finale, Halbfinale, was? Nee. Viertelfinale, ja. Wann ist denn die Auslosung? Warum kann das denn hier beim Kicker nicht drinstehen? Okay, nach BVB Hertha. Boah. Hätten die nicht auch einfach nach 90 Minuten fertig sein können, jetzt da irgendwie noch auf die Auslosung warten, ist mir auch ein Ticken zu lang. Das könnte jetzt noch ein bisschen was dauern, ja. Aber man muss schon sagen, es war ein sehr ansehnliches Spiel und ja, definitiv. Vom also Ergebnis ich muss auch her, sagen, es war ordentlich, war ordentlich. Also ja. Man muss wirklich sagen, man hat ja damit gerechnet, dass Hannover auch aktiv am Spiel teilnimmt. Das haben sie auch gemacht. Wir hatten ein paar zu viele Chancen für ein paar zu wenige Tore, aber schon okay. Ja. Fällt mir. Ja. Auf jeden Fall. Und du Genemonster, Entschuldigung. Halte ich mich jetzt sofort gerade wieder ein, ja, nur weil du anscheinend zu wenig schläfst. Ja, das ist in der Tat leider momentan so. Der Wecker klingelt morgens irgendwie 5:30 und meistens ist abends vor 12 auch nicht irgendwie die Hölle. Bett gehen und dann lange Arbeitstage. Das ist gerade so ein bisschen anstrengend. Es tut mir leid für alle, die sich das jetzt mit anhören müssen. Ja, was hoffen wir denn für die Auslosung? Wir haben es vorhin schon gesagt, also ich würde darauf hoffen, dass wir gegen Lotte spielen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir Gladbach ziehen. Lotte oder Bielefeld, das wird mir gefallen. Ja, ich hätte gerne Lotto, aber ich befürchte, wir kriegen Gladbach. Also ich hätte keinen Bock auf Schalke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte keinen Bock auf Bayern. Auf Bayern. Ja, genau. Also wenn du jetzt schon die Bayern bekommst, wäre das schon echt nervig. Ah, also ja, natürlich... Ja. Was halt schon easy peasy wäre, du könntest auch einfach mal zu Hause, wäre schon geil, wenn du zu Hause einfach Lotte oder Bielefeld bekommst, weil dann kannst du sagen, okay, wenn du einigermaßen das Ding hier runterspielst, dann kommst du auch in die nächste Runde, weißt du? Mhm. Und das wäre insofern auch für uns finanziell natürlich nicht von Nachteil. Das würde ich gerne mitnehmen, ansonsten spiele ich auch auswärts, wenn es auswärts geht, ja, dann spiele ich halt auch gern. Also ich will nicht auswärts in München spielen. Das wäre der absolute Horror. Aber dann würde ich auswärts gern gegen Gladbach spielen. Ich denke, das geht. Ja. Ja. Also auswärts Gladbach fände ich auch in Ordnung. Da wäre auf jeden Fall Stimmung drin. Wie ist denn euer Tipp eigentlich fürs Wochenende fürs Spiel? Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Eine hervorragende Überleitung. Da hätte ich jetzt auch noch hingelotst. Schwierig. Also in Leverkusen, Samstag ist, glaube ich, auch das späte Spiel, oder? Nee, mittags, 15:30. Nee, müsste 15:30 sein. Boah. Also ich sag, Gladbach ist außer Form. Gladbach? Gladbach. Leverkusen ist außer Form. Sturm ist bei denen ja auch gerade nicht so das große Ding. Radetzky ist auf einem absoluten Hoch. Saugeil, nachdem er heute zwischenzeitlich den ein oder anderen Fauxpas geleistet hat und wir uns gefragt haben, ob er es jetzt gleich nur zum Gegner passen will. Aber natürlich, der Elfmeter war jetzt eine herausragende Situation. Was sagst du jetzt genau? 1-0 für uns. 1-0? Okay. Marvin?
Ja, naja, ich sag mal ein 1-1. Und du, Dennis Fantastico? Ich sag, wir gewinnen das Ding 2-0. Na, das ist doch ein unglaublich positiver Schnitt. Also zweimal drei Punkte, einmal ein Punkt. Ich könnte mit beidem leben. Und ansonsten gibt es noch viel zu sagen. Haben wir noch irgendwas von unserer wöchentlichen Rubrik? Haben wir, glaube ich, nichts mehr. Ne? Das können wir da haben wir jetzt nicht wirklich, viel. Spinner der Woche kann auf jeden Fall hier Frings müsste dann mit auf die Liste, allein für seine Aussagen da vom Wochenende wieder. Wir werden, ja, das ist immer die typische Aussage, wir werden von allen Schiedsrichtern benachteiligt. Es war schön, nach dem Spiel auf Sky wurde ja befragt und fragt der Kommentator oder Moderator besser, sagt dann, ja, meinen Sie jetzt wirklich, dass Darmstadt 98 benachteiligt? Nein, das nicht. Aber wir müssen schon totgetreten werden, damit ein Spieler oder ein Elfmeter für uns gepfiffen wird. Also ein richtiger Käse, ein richtiger Scheiß und wieder absolut wirklich überhaupt nicht realitätsnah und dementsprechend, also von meiner Seite aus würde ich ihn gerne auf die Liste setzen, aber dadurch, dass wir von der Kategorie her heute wahrscheinlich wenig Gegenkandidaten haben, verschieben wir den vielleicht nochmal um eine Woche. Wir merken ihn uns, würde ich sagen, denn genau. Das ist ja auch so ein Kandidat. Ich glaube, den brauchst du dir nicht zu merken, da kommt den kann man immer mal nach. Das stimmt, ja. Ja, ansonsten gut, würde ich Jungs. Sagen, können wir einen Deckel vorher da drauf machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so lange mit uns ausgeharrt habt. Diesmal immerhin keine 120 Minuten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich glaube, es wäre jetzt aber auch anstrengend gewesen, da jetzt noch die 120 Minuten, also hui, ja, hui. Genau. Ja. Für alle Beteiligten so am besten, genau. Das genau. Beendet den Abend, mein Lieber. Also dann auch von hier nochmal schöne Grüße und gute Besserung an Basti. Genau, denke allen, dran, denke ich, ne? Weiterhin Grüße an Basti schicken, einfach mal so alle zwei Tage dem jungen Mann da so ein bisschen gute Besserung wünschen. Ja, das hilft ihm emotional sehr. Genau, mich würde mal im Nachgang noch interessieren, wer von euch jetzt heute nicht live dabei war, sich die Folge jetzt runtergeladen und bis hierhin zugehört hat. Genau, dann beantwortet bitte die Frage, warum. Warum, genau. Genau, warum? Ansonsten in den nächsten Wochen wieder reguläre Folgen. Wir haben auch eine lange Liste von Menschen, die uns mit Spenden unterstützt haben in der letzten Woche. Ich habe die alle auch irgendwo zusammengeschrieben, habe sie jetzt aber gerade nicht greifbar und das ist jetzt auch ein bisschen, sprengt ein wenig den Rahmen. Von daher schieben wir das auch auf nächste Woche dann wieder ganz regulär am Dienstag um 20.30 Uhr und dann gucken wir mal, wer alles mit dabei ist und wer von unseren mit unseren Tipps gegen Schalke sage ich schon, Leverkusen ist jetzt echt meine spät. Meine Güte, was ist denn eigentlich mit dir los, Schalke, Bremen, was weiß ich. Der arme Kent geht doch schon die ganze Zeit, der ist müde, der muss jetzt ins Bett. Ja, das ist, weil Dennis immer so einschläfern ist zwischendrin. Kauft ihr demnächst mal eine Döner-Cola? Ich habe mittlerweile gesehen, dass es... Eine was? Döner. Es gibt Döner-Cola, es gibt die Marke Döner-Cola. Ich habe ganz ekelhaft heute einen Kollegen gesehen, der hatte einen Energy-Drink Currywurst. Ach, jetzt ist aber gut, jetzt Zeit. Du hast mit der Döner-Cola angefangen. Ja, aber eine Döner-Cola, die hieß nur Döner-Cola, weil du halt immer zum Döner eine Cola trinkst. Ach so, ich dachte, die hätte Geschmacksrichtung Döner. Kann ich mir, jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin scharf wahrscheinlich, ja. Ja. Wobei, dann würde ich esse ja kein Fleisch, dann würde ich das vielleicht, wenn es fleischartig trinken. Trinken. Ja. Nee, was trinken Sie? Fleisch. Mhm. Ja, genau. Ich habe aber ja meinen Soja-Ersatz, mit dem werde ich heute Abend nochmal glücklich. Also, nee, mein Fleischersatz Soja. Also insofern passt auch so. Mach mal den Deckel zu, sonst eskaliert es hier noch ins ganz Obskure und hören uns dann nächste Woche mit den gewöhnlichen Flachpfeifen hier wieder. Mit den 3 bis 4 Personen. Vielleicht ist die Alex ja mal wieder dabei, um das Niveau ein bisschen anzuheben. Um das Flachpfeifen-Niveau ein bisschen anzupassen. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.